guten Abend, meine Damen und Herren, zur 79. Ausgabe mit. Mit Goomba. Okay, aha. Hallo! Hallo! Ich dachte, wir haben nur die Couch eingeladen von Poco Domäne. Aber nein, wir haben jemand anderen eingeladen. Nun gut, 79. Ausgabe. Heute haben wir wirklich einen sehr speziellen Gast, oder? Kann man das schon sagen? Speziell? Du, ja. du nennst mich fett? nee, wofür ist das hätte jetzt? Ich jetzt nicht so gesagt. Sally, warum sagst du denn sowas zu unserem Gast, ey? Immer ehrlich sein. Das kann ja wohl bitte nicht wahr sein, so, ey. Irgendwie. Okay, wir haben nur Sound auf einem Meine Ohr. Meine Mutter sagt, ich sei speziell. Okay, ich hoffe mal, Regie kann das fix mal fixen. Aber gut, hey, wir haben heute, okay, ich glaube, jetzt sollte alles wieder passen. Sag mal, Herr Gast, vielleicht der ein oder andere kennt dich gar nicht, nur anders vielleicht kennen sie dich, aber magst du dich vielleicht mal kurz vorstellen? Ja, das kann ich ja mal versuchen. Hallo, ich bin Poki. Meine Hobbys sind Gummibänder sammeln. Lange Spaziergänge. Und lange Spaziergänge. Genau. Nein, ich mache Spiele. Ich habe vor, es sind mittlerweile 11 Jahre, da haben wir Dedelic Entertainment gegründet. Und in der Zeit habe ich maßgeblich 9 Spiele, glaube ich, waren es, gemacht. Und sitze jetzt an meinem 10. Ich hätte gerne 10 in 10 Jahren geschafft, aber damit wäre ich bestimmt in irgendein Rekordbuch gekommen. Auf jeden Fall, genau, ich mache Spiele wie, mein erstes Spiel war Edna bricht aus. Dann haben wir eine ganze Reihe von Point-and-Click-Adventures gemacht, wie Whispered World und die Deponia-Reihe natürlich. Zweiten Teil von Edna. Und das geheime 9. Spiel war eine Auftragsarbeit. Das war das Spiel zu dem zu dem Til Schweiger-Klamauk-Film Anderthalb Ritter. Das wusstet ihr auch nicht, ne? Doch, ich habe euren Stream damals. Also da. Ah, du hast den tatsächlich hier angenommen. Ja, du warst das. Ich war der Viewer. Ja, ich rede immer noch sehr gerne darüber. Es war vor allen Dingen deswegen eine krasse Zeit, weil wir nur 3 Monate Zeit hatten, um das komplette Spiel fertig zu machen. Also wir haben das Drehbuch irgendwann Ende August bekommen und mussten im November fertig werden. Wie, warte mal, zu dem Spiel gab es auch einen Film? Ja, wir reden nicht darüber. Ich muss das fix mal fixen, dass Leute auf dem anderen Ohr auch was hören. Alles klar. Ach so. Okay, also ich bin gleich wieder da, Leute. Ich muss das nur schnell fixen. Fix it, Felix. Ja? Ach, das war gar nicht so geplant. Ich dachte, wir zeigen heute ein Zeichen gegen rechts, indem wir nur auf dem linken Ohr senden. Oh. Okay. War gar nicht so schlecht. Der war das da. Der war gut. Ja, also reden wir jetzt über Politik, oder? Nein, auf keinen Fall, bitte. Unter keinen Umständen. Denn? Nein, reden wir doch lieber über schöne Dinge. Til Schweiger. Über schöne Dinge. Gehen wir zurück zur Politik, bitte. Okay, jetzt eine schnelle Abstimmung im Chat. Wollen wir über Til Schweiger oder über Horst Seehofer reden? Ihr habt die Wahl. Nee, da gab es ein Spiel zu. War das ein Point-and-Click? Es war ein Point-and-Click-Adventure. Okay. Genau, also das, was man halt so in 3 Monaten maximal schaffen kann. Aber wir sind sehr stolz darauf. Ich muss aber persönlich sagen, als ich euren Stream gesehen habe, habe ich mir gedacht, ich kenne dieses Spiel überhaupt nicht. Also. Nein, das kennt niemand. Also da hat auch Warner das Marketing selber gemacht. Hm. Und möglicherweise haben sie das versteckt. Nachdem sie gemerkt haben, ja, was wir uns da als an dramaturgischen Freiheiten mit ihrem Originalstoff. Stimmen waren doch auch gesprochen von Til Schweiger. Ja, genau, aber die müssen ja halt immer, die hatten gar keine Zeit halt irgendwie zu registrieren, was sie da einsprechen. Okay. Genau, die gerade Til aufzunehmen war halt sehr hart. Weil, also,
gerade bei meinen Spielen kommt halt sehr viel Text zusammen und eigentlich ist es fast zeitaufwendiger, halt mich im Zaum zu halten und nachher die Texte wieder auf ein vernünftiges Maß zusammenzukürzen, als halt viel Text zu schreiben für mich. Das, so ist es nun mal leider. Und dort hatten wir halt gar keine Zeit. Das heißt, ich habe halt einfach runtergeschrieben und runtergeschrieben und runtergeschrieben und es ist alles ungefiltert so im Spiel gelandet. Und weil wir das wussten, haben wir auch im Vorfeld halt seiner Produktionsfirma da gesagt, so, ja, vielleicht wäre es gut, wenn wir als Hauptrolle halt eben nicht, die halt nicht mit Til Schweiger selbst besetzen, weil wir rechnen schon damit, dass wir halt so 5 komplette Aufnahmetage mit dem Hauptdarsteller benötigen und der wird ja sicherlich halt irgendwie Besseres zu tun haben oder so war unsere Formulierung etwa und so, nö, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Und der Till ist ja auch schnell. Warte mal, was habt ihr gesagt? Dann sagen die immer so im als letzten Satz, kurz bevor sie aufgegangen und der Till ist ja auch schnell. Und so, was? Nein, wir brauchen wirklich 5 Tage. Hallo? Hallo? Und nachher sind halt aus den 5 Tagen so, ja, die ganzen 5 Tage werden es vielleicht nicht werden, aber der Till ist ja auch schnell, so aufgelegt. Nachher sind da halt irgendwie 2 halbe Tage daraus geworden. Das heißt, um den ganzen Text einzusprechen, hatten wir so gut wie überhaupt keine Zeit für Regiearbeit. Dafür muss man sagen, hat er seinen Job nicht schlecht gemacht. Er hat Sätze betont, er hat so, als wüsste er auch, was da drin vor sich geht, so einigermaßen. Aber leider hat er halt nicht sehr viel Zeit gehabt, um halt irgendwie bei der Betonung sehr viel Kreativität walten zu lassen. Das heißt, zusätzlich zu seiner bekannten Nuschelstimme ist es jetzt halt auch immer ein also von der Betonung her gewesen. Das war ja, recht kräftezehrend. Und er kam dann nachher auch aus dem Tonstudio nach dem ersten von halben Tag, den wir mit ihm hatten und sagte, ey Jungs, ich glaube, das war tatsächlich ganz am Ende, als wir schon alles im Kasten hatten. Da kam er halt irgendwie raus und war so halt, er war sowieso schon fertig, er war schon fertig, als er ankam, ne? Er war halt irgendwie übernächtigt, er musste, kam gerade von der Veranstaltung, musste auf eine nächste Veranstaltung, offenbar war bei ihm zu Hause in der Familie halt auch irgendwie, irgendwie nicht, kein wirklicher Stress, aber halt irgendwas, die Kinder waren krank oder keine Ahnung, mussten zum, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war halt wirklich ganz schön, saß da halt irgendwie und hatte halt irgendwie seine, man sah ihm halt an, dass er wirklich, wirklich Kaffee nötig hatte eigentlich. Ja. Und wir hatten jetzt keine Zeit, während der Aufnahmen halt viel Kaffee zu trinken nebenbei, weil die ganze Zeit machen musste. So, und dann kam er halt raus am Schluss und sagt so, ey Jungs, nehmt es mir nicht übel, aber das war wirklich das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich wünschte, das Mikrofon hätte noch gelaufen. Diesen Satz habe ich halt zwar noch im Ohr, aber ich habe keinen Beweis dafür, dass er den wirklich gesagt hat. Und das von Til Schweiger. Ja, das ist wirklich, ey Jungs, nehmt mir nicht übel, aber das ist wirklich das Schlimmste, was ich in meinem Leben gemacht habe. Genau, und ich meine, er hat wie viele Uwe Boll-Filme? Das wollte ich gerade sagen. Und er hat bei Uwe Boll mitgemacht. Also. Ja, also ich habe das als Kompliment verstanden. Ja. Übrigens, kurze Info für alle, die gerade reinkommen. Ja, es ist normal, dass der Sound nur von einer Seite kommt. Das ist, damit ihr testen könnt, ob eure Links-Rechts-Einstellung richtig ist. Der Ton sollte jetzt gerade von links kommen. Wenn er also von rechts kommt, habt ihr entweder euer Headset falsch rum an oder irgendwas falsch verkabelt. Wir wechseln nach einer Stunde dann halt auf die andere Seite. Richtig. Genau. Und für die YouTube-Leute, dann packen wir das beides zusammen und dann könnt ihr den Plankenschnack in nur der halben Zeit ganz hören. Könnt ihr Zeit sparen. Also dann hört ihr links die erste Stunde und rechts die zweite Stunde in einer Stunde. So komprimiert ihr eure Zeit. Wir wissen es, schnelllebige Welt und so, man hat nicht so viel Zeit. Der Profi nennt das Signalfaltung. Genau. Edna bricht aus, war ja deine Meisterarbeit, ne? Eine Diplomarbeit, genau. Diplomarbeit. Ja. Damals noch Diplom, da gab es Master noch nicht, da gab es gar keine englischen Wörter in Deutschland. Weil ich bin so alt, damals hatten sie halt England noch nicht entdeckt. Wie alt bist du denn? Warte mal. Steht das irgendwo online? Pass mal auf. Ich bin alt wie ein Stein. Ein junger oder ein alter Stein? Ich sag immer, ich habe mit Methusalem die Eisschmelze beobachtet. Genau. So.
Mal gucken. Okay, ja, nee. Bist, ja. Ich bin wirklich alt. Aber danke, dass ich, weißt du, ich, Entschuldigung, dass du das halt jetzt wirklich. Ein paar Jahre. Ich habe deinen Blick eben angesehen, dass du eigentlich dass ist der mich Blick für jünger gehalten hast. Dem Bild, muss ich sagen. Was hast du denn da für Materialien? Ist das noch ein Mastermind? Keine Ahnung, Google. Vielleicht bist du das gar nicht, du. Du hast mich einfach gegoogelt. Ja, ich habe ich hab einfach geschrieben, wie alt ist Poki? Wie alt ist Poki? Oh Gott. Ja. Das ist so wie alt ist Poki? Was kommt da, wenn man das eingibt? Gleich ein... Oh Gott, das Foto! Entschuldigung, das war so das erste... Oh, okay, Sound. Bitte tut mir den Gefallen. Tut mir leid. Aber ich habe eigentlich so, nicht wegen dem Alter habe ich so geguckt, ich habe eigentlich wegen dem Bild so geguckt. So. Ja. Der Profi hätte jetzt einfach Jan Müller-Michaelis bei Google eingegeben. Und dann steht das alles schön. Ich erinnere mich gar nicht, wann dieses Foto entstanden ist. Wer hat dieses Foto gemacht? Und vor allem, wer hat es online gestellt? Das Internet, ne? Ja. Muss ich aber auch. Wie alt ist Thomas Müller? Nein. Wow, was? Ah ja, ist das gleiche Foto. Entschuldige. So. Ja, das sind 2-3 Jahre mehr. So, jetzt habe ich den ganzen Anfang verpasst. Das macht nichts. Wir haben nur über dich gelästert. Til Schweiger gehört. Ja. Ja, ich heiße ja nicht Til Schweiger, von daher ist das okay. Aber du siehst ihn ein bisschen ähnlich. Ja, also. Die sieht echt? Aus so wie Til Schweiger. Okay, cool. Ja, willkommen zurück. Ja, ich hoffe, ihr habt auf beiden Ohren Sound jetzt. Ja, der Text sagt Juhu, Sound. Super. Weltklasse. Sorry, Leute. So, wo waren wir stehen geblieben? Ihr habt so feuchtfröhlich gequatscht. Macht ruhig weiter. Ja. Ich war eigentlich bei Das bei muss Kaffner. Dir zu denken geben, wenn sobald du den Raum betrittst, die Leute aufhören zu reden. Das bedeutet selten was Gutes. Das ist selten, ja, selten positiv. Oh Mann, ey. So, endlich können wir weitermachen. Ist der dicke Til Schweiger endlich weg? Was ist mit dem los, ey? Was? Dicker Til Schweiger also, ja? Alles klar, Sali, gut. Gut. Küsschen aus Nüsschen. Du kannst mich jetzt am Tüffel tun, junge am Dame. Am Tüffel tun? Du kannst mich jetzt mal am Tüffel tun. Okay. Tüt. Toll, ey. Voll gut. Reingedisst, ey. Ich finde Til Schweiger besser als jetzt Stromberg, was ich immer mir anhören muss. Also. Oh, du bist dass du aussiehst Stromberg? Wie Stromberg? Ja. Du siehst aus wie so ein Straßenhund in Mexiko irgendwie. Hier, wie der eine von Wir sind Helden, finde ich. Als die Gruppe noch gab. Die Sängerin. Der sieht heute anders aus. Der sah nur nicht aus, als die Gruppe die noch gab. Der Schlagzeuger. Die Sängerin. Die Sängerin. Die gibt's ja nicht mehr, oder? Die haben sich aufgelöst. Wir hatten gerade neulich so ein Streitgespräch, ob hier die Jule oder wie sie heißt, also. Ob die immer noch, ob die Solo genauso gut ist wie mit Band. Google mal gerade hier. Ich habe von Deutschrock leider gar keine Ahnung. Oh, die Internetseite gibt's noch. Ich habe von Deutschrock keine Ahnung. Muss ich gucken. Wir ja, sind die heißen Helden. Jetzt, wir waren Helden. Hier steht nichts. Also, die gibt's noch. Also von nee, die macht doch jetzt Solo. Hier, die. Wie heißt sie noch gleich? Ah, hier, die Zeit, Junge. Judith Holo Fairness, genau. Ja, so Auszeit, ja, genau. Von Auszeit, unbestimmt lange Pause. Naja. Hey, aber wollen wir nicht eigentlich mal über Poki reden? Der ist doch viel interessanter für uns als Wir sind Helden, oder nicht? Kann ich mir nicht vorstellen. Was hat Poki denn schon erzählt? Kurz vor. Ich werde jetzt erstmal den Schlagzeuger von Wir sind Helden googeln. Ich meine aber nicht den Schlagzeuger. Ich glaube, es ist. Ich weiß gar nicht, was hat er gemacht? War der Gitarrist? Möglicherweise. Nein, ich habe keine Ahnung. Bassist. Einer der anderen beiden.
weder der Schlagzeuger noch der. Ja, da gibt's ja noch einen Bärtigen. Da gibt's noch einen Bärtigen bei denen. Das war vielleicht auch ein blöder Vergleich. Man hätte bestimmt was Witzigeres sagen können. Du siehst aus wie der die Sängerin Junge. Von Silbermond. Ich glaube, du hörst öfter, dass du aussiehst wie Kronk, ne? Ja, deswegen habe ich auch gerade mein Bart zurückgefahren. Damit ich nicht verwechselt werde hier. Aus dem Grund? Ja, damit ich nicht mehr angesprochen werde beim Bäcker. Ach, nein, so, nein, Quatsch. Hier ein extra Brötchen. Warum? Es gibt ja viele Kronk-Double. War nicht diese Eos-Andi. Genau, diese Eos-Andi. Ja. Der kopiert Eos-Andi ja alles von Kronk. Genau, der sieht auch wahnsinnig Ähnlichkeit mit Kronk, ja. Jeden Morgen bei der Instagram-Story denke ich mir, Kronk, warum machst du so viele Stories? Und dann aber man sagt ja, dass Haustiere halt sowieso irgendwann aussehen wie ihre Herren. Jetzt müssen wir nur sagen, wer ist Haustier, wer ist... Also ich möchte mal die Prognose aufstellen, Kronk ist mehr zu Hause als du. Das stimmt, er darf ja nicht mehr vor die Tür, also. Eben, also haben wir ja das Haustier bestellt. Hab dich lieb, Erik. Entschuldigung. Das, unterliegt jetzt eurer Interpretation. Sagt einfach, wer es. Das ist immer gut, man kann das immer in den Chat abwedeln. Es passiert da nichts, aber. Höre ich da Bela B. Hahaha, sehr lustig. Laborratz. Hast du schon erzählt, wie lange du schon Spiele machst? Ich, 11 Jahre. Ja, das habe ich tatsächlich 11 Jahre. Erzählt. Ich habe es schon erzählt. Hast du schon erzählt, wie viele Spiele du gemacht hast? Also welche Spiele du gemacht hast? Ich habe genau. Okay. Wir haben schon über alles geredet. Die Anzahl durch. Eigentlich. Ja, wir sind schon bei der Abmoderation. Genau, jetzt kommen die Twitch-News. Hiermit beendet. Jetzt beantworte ich noch 3 Fragen und dann muss ich auch zum nächsten Termin. Oh nein! Okay, also nachher wir sagst du uns das Schlechteste, was du hier gemacht hast. Ey, Jungs, ich bin nicht übel. Aber wir müssen das doch aufnehmen, habe ich gehört. Das war das Schlimmste, was ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Weil ich mach ihn ein Bild, das ist unfair. Genau. Bis auf, dass einer von 3 Sätzen, die er zu mir gesagt hat, war, dass die Zusammenarbeit mit mir das Schlimmste war, was er in seinem Leben jemals gemacht hat, hatte ich den Eindruck, er sei wirklich ein sehr sympathischer Mensch eigentlich unter der ganzen gehetzten Star-Fassade. Ach, er hat dir gesagt, dass das die schlimmste Zusammenarbeit war? Nicht zusammen. Naja, also dass dieses Projekt, also beziehungsweise diese Sprachaufnahmen, er musste halt die ganze Zeit über, er musste Text, der halt eigentlich hätte in 5 Tagen gelesen werden müssen, musste er halt in ich glaube zusammen waren es 8 Stunden halt irgendwie runterrattern. Ah. Das war, jetzt erzähle ich dieselbe Geschichte doch 2-mal, nee. Damit wir, sowas nennt man Sendezeitstrecken. Nee, lass das mal. erzähl mal lieber, wie du da so in diese ganze Geschichte reingerutscht bist. Das war eine Auftragsarbeit für Warner. Nein. In das ganze Ding. Oh Gott. Also in diese ganze... Fang bei deiner Geburt an. Bei deiner Geburt. Wie bist du rausgerutscht aus dem Kanal und rein in die Gaming-Industrie? Also auf dem Planeten Xux besteht der Geburtskanal tatsächlich aus einer großen Wasserrutsche, die halt irgendwie auf... in den Kosmos hineinführt. Wir werden halt direkt in den Kosmos geboren, auf dem Planeten Xux, und dort empfangen uns dann halt 9 Lichtgestalten, und jeder von ihnen gibt uns halt einen wichtigen Gegenstand, den wir halt später in unserem Leben einmal benötigen werden. Und einer von denen ist wahrscheinlich dann Franz Beckenbauer. Von diesen wichtigen Gegenständen. Von den Lichtgestalten. Ach so. Ich dachte auch. Ich hab mir gerade vorgestellt, wie so ein kleiner Franz Beckenbauer in der Hand hast. Genau. Nee, es war kein... Ja, aber so funktioniert das bei uns auf dem Planeten Xux. Und so hat das Ganze angefangen. Einer von diesen Gegenständen, die ich halt bekommen habe, war ein Spielebaukasten. Und dann wusste ich halt, okay, ich muss irgendwann mal in meinem Leben Spiele machen.
Denn so macht man das. Man hat einen Spielebaukasten, der hat halt immer dieselben Blöcke da drin und die muss man nur in unterschiedlicher Reihe zusammenbasteln, weißt du? Und ich war halt an einem Tag so gerade am Basteln und dann bin ich halt wütend geworden, weil halt die Teile nicht so zusammenpassten, wie ich wollte. Dann habe ich die halt in die Ecke geschmissen und die Steine klöterten halt zufällig so übereinander, dass da Edna bricht aus draus entstand. Und das war dann das erste Spiel, was wir veröffentlicht haben, ja. So einfach? Die anderen Spieleentwickler haben uns immer Mumpitz erzählt. Ja, ja, genau. Wusste das, doch, dass das irgendwie anders ablaufen muss. Die werden jetzt auch alle sauer auf mich sein, weil das ist ja halt eigentlich so in unserem Geheimbund der Spieleprogrammierer und Spieleentwickler ist das halt so einer der ersten Schwüre, die man leistet, dass man halt nicht wirklich erzählt, wie das funktioniert. Und dass wir halt auch alle denselben Baukasten haben, vor allen Dingen. Also es gibt noch so ein Zusatzset, aber das kann sich keiner leisten. DLC? Genau. Ach so, cool. Lootbox. Und also im Ernst, ich habe Medientechnik in Hamburg studiert. Und genau, damals gab es noch kein einziges Games-Studium, also kein Studiengang, der sich halt explizit mit Spielen beschäftigte in ganz Deutschland. Und selbst wenn es den gegeben hätte, bin ich mir nicht sicher, ob ich mir den halt gleich initial ausgesucht hätte. Denn also Medientechnik habe ich mir vor allen Dingen ausgesucht, weil das mir halt noch im Prinzip alle Türen offen gelassen hat. Ich wollte halt eigentlich immer Geschichten erzählen. Ich bin, glaube ich, hauptsächlich ein Geschichtenerzähler. Märchenonkel. Merkt man gar nicht. Ja, wenn du jetzt auf diese Beckenbauer-Geschichte anspielst. Ich glaube, die kam von dir. Nur freilich. Ich hatte halt eigentlich in konnte mir da so einiges vorstellen. Also ihr habt es jetzt auch schon ein, zwei Mal angesprochen. Ich mache ja auch Musik zum Beispiel, das habe ich auch schon früher gemacht. Ich war halt interessiert am Film als Medium und dass man halt mit Spielen auch Geschichte erzählen kann, das war mir sehr wohl auch schon in meiner Jugend bewusst und fand ich sehr interessant und cool so. Aber dass das jetzt später das Medium werden würde, indem ich beheimatet sein würde, oh Gott, so viel Konjunktiv, egal, hätte ich mir damals, glaube ich, noch nicht so in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Also habe ich dieses Studium angefangen, Medientechnik, und habe mich halt auch erstmal ganz lange davor gedrückt, mich halt dort innerhalb des Studiums in eine der möglichen Richtungen zu entwickeln. Also es ging dann halt in Richtung Bühne, Theater und so weiter, es ging in Richtung Film, es ging in Richtung Audio, und eines der letzten Module war halt auch bewusst Larifari gehalten, das hieß dann digital Medien, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr, wie das Modul hieß. Und irgendwo so ab der Hälfte des Studiums sollte man sich dann entscheiden, was so das eigene Hauptmodul wird. Da kann man zwar auch immer noch Kurse von links und rechts aus den anderen Modulen zusammensetzen, aber genau, diese Entscheidung habe ich halt vor mir hergeschoben. Dann so, mir fehlen ja hier irgendwie noch Scheine und da noch, und ich habe ja noch Zeit. Und dann habe ich halt auch angefangen, ich brauchte halt Pflichtpraktikum für irgendwas, und dann bin ich darüber in halt so einen Freelancer-Job, wo ich halt Webdesign hauptsächlich gemacht habe. Webdesign und Illustration für mehrere Kunden gemacht habe, so reingerollt, und dann lief das halt erstmal, und dann das Studium wurde halt immer dann habe ich angefangen, Filmprojekte mit Freunden zu machen.
also Kurzfilme zu drehen. Da habe ich meine CD aufgenommen, meine erste, von der ich heute nicht mehr rede. Außer ich bin Bitte? gerade vor einem Millionenpublikum wie hier bei euch. Oh Gott, das kommen ja tatsächlich recht viele, oder was? Nee, ich habe keine Ahnung. Sieht man das hier irgendwo? Egal. Also ich. Keine Ahnung. Vicente. Auf jeden Fall, ja, es wurden halt irgendwie alle möglichen anderen Sachen erstmal wichtiger, bis ich halt irgendwann gemerkt habe, ach du Scheiße, da hängt immer noch dieser Klotz Studium am Bein, und habe dann nachgeguckt, was ist denn der kürzeste Weg, um halt zu meinem Abschluss zu kommen. Und das waren halt digital generierte, digitale Medien, ich weiß gar nicht, dieses letzte Modul sozusagen. Habe ich gesagt, so, okay, aber damit du dich motivieren kannst, damit du halt wirklich Spaß daran hast und dich halt auch irgendwie auf diese Arbeit freust, suchst du dir halt ein Thema, für das du brennen kannst. Da habe ich gesagt, so, okay, mit digitalen Medien Geschichten erzählen. Hey, ich mache ein Computerspiel. Das ist, und dann habe ich halt erst ein Projekt daraus gemacht und mit ein paar Freunden, Kommilitonen und so zusammen so ein erstes spielbares, also es waren die ersten drei Screens von Ätna spielbar. Mit ohne Grafik und mit einer sehr billigen Consumer Engine, die man sich halt irgendwie umsonst im Netz runterladen konnte. Ja, und als ich dann dafür den Schein bekommen hatte, war es tatsächlich auch schon so, dass ich halt tatsächlich nur noch ein halbes Jahr von meiner Diplomarbeit entfernt war. Und dann habe ich halt mit meinem Prof darüber geredet, dem Gunther übrigens. Hallo Gunther, ich bin im Fernsehen. Ich weiß nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich guckt er nicht zu. Aber Bestimmt. genau, er hatte später übrigens auch in Hamburg einen der ersten Game-Studiengänge mitgegründet, den Games Master in Hamburg. Steckt auch immer noch sehr dahinter. Das ist sehr wichtig, dass Leute gezielt ausgebildet werden für diese wunderschöne, wenn auch manchmal etwas stressige Branche. Spielmacher. Ein Beruf mit Zukunft. So, genug davon. Was wollte ich gerade erzählen? Ich war schon Ätna fertig, oder? bricht aus. Ach so, Ätna bricht oh. aus, ja. Damit hast du ja Ja, genau. angefangen. Und dann hatte ich halt ja, weil mein Prof Gunther, der war halt begeistert von der Idee, der war halt sowieso sehr interessiert an Spielen als Medium und meinte halt, dass viel zu wenige der Studenten sich halt damit beschäftigen, das halt irgendwie ja auseinanderzunehmen und zu behandeln in ja, und dann kam das so durch. Ich musste dann halt irgendwie, weil es eine technische Fakultät war, Medientechnik und nicht Medienwissenschaft, musste ich dem Ganzen halt auch noch so einen technischen Kern machen. Und da habe ich gesagt, ja, okay, dann entwickeln wir halt die Engine selber und das Spiel, das wird ja wohl gehen innerhalb von den paar Halben Jahr. Diplom-Monaten. Ja, und dann haben wir halt vorbereitend für die Diplomarbeit haben wir halt angefangen, unsere eigene Engine zu entwickeln. Ich war halt da eher so Co-Pilot, also weil ich wirklich nicht also ich bin halt, was Programmieren anbetrifft, gar nicht komplett blind, aber ich bin total Chaot. Also ich kann, also Programmierer hassen mich, wenn die halt auf meinen Code stoßen. Nicht alle. Aber ja, das tatsächlich ist uns gelungen, das dann irgendwann im Januar schon, also es war halt nach wenigen Monaten, 3 Monaten oder so, war diese Engine halt einigermaßen benutzbar. Also auf Java-Basis, wir hatten da halt irgendwie noch so ein Framework uns von irgendwo her aus dem Netz besorgt, von jemandem, der halt quasi auf Java so ein Games-Framework gebastelt hatte mit einigen vorbereiteten Klassen. Also die Golden Tee Game Engine, die wird es bestimmt nicht mehr geben, wird bestimmt nicht mehr von irgendjemandem nachweitern. Ist egal. Auf jeden Fall, die haben wir dann ziemlich aufbrechen müssen für unsere Belange und
haben da halt so eine Art Light-Version einer Datenbank als Datenmodell dahinter gebastelt und ja, dann dann war ich im Januar unterwegs und habe halt nach Leuten gesucht, die mit mir zusammen halt dieses Spiel umsetzen, hauptsächlich eben nach Grafikern. Ich hatte mir halt immer einen lustigen Cartoon-Stil vorgestellt und hatte dann halt auch irgendwann einen gefunden, von dem ich gedacht habe, so, ja, der macht das bestimmt. Und kurz bevor es dann losgehen sollte, hat er gesagt, so, oh, ich habe jetzt aber die Möglichkeit bekommen, für Carlsen zu arbeiten, für den Carlsen Verlag. Tschüss, ich gehe dann mal. Und so, ah, du Scheiße, was machst du jetzt? Und dann hab ich halt gesagt, so, ach egal, machst du es halt selber. Du zeichnest ja auch gerne. Und dann habe ich halt, das war dann Januar und im Juni war Abgabe oder so. Ja, Mensch. Und da hatte ich noch ein bisschen Zeit, um halt das Spiel zu machen und meine Diplomarbeit währenddessen zu schreiben. Und das habe ich dann halt gemacht. Und ich habe in der Zeit wirklich nach hinten raus halt immer weniger geschlafen. Also von so 2 Tagen am Stück durcharbeiten, daraus wurde dann halt irgendwann tatsächlich 3 Tage am Stück durcharbeiten. Und es war halt, ich meine, wenn du dich 3 Monate bei deinen Freunden nicht meldest, dann ne, irgendwie so während der Studienzeit, es fällt halt schon auf, aber niemand sagt so, oh, wir müssen mal nachgucken, ob der noch ob der noch unterm Tisch liegt. Studiert er jetzt richtig oder was macht er da? Ja, auf jeden Fall. Irgendwann bin ich dann halt hinten aus dieser sehr absurden Zeit rausgeklötert. Also so rausgepurzelt und hatte halt eine erste spielbare Version von Edna bricht aus fertig. Die ließ sich tatsächlich durchspielen. Es waren halt noch nicht, es gab keine Sprachausgabe. Also das heißt, das Edna, was wir heute kennen, ist nicht das, was du da abgegeben naja, hast. Naja, es ist schon sehr, sehr viel von dem dort spielbar gewesen. Also die ganzen Hintergründe waren gezeichnet, die Animationen waren soweit gezeichnet. Was halt noch nicht drin war, war dieser Wahnsinn, dass ich halt dann auch wollte, dass wirklich alles mit allem kombinierbar war in dem Spiel und dass halt wirklich alles zu einer eigenständigen Reaktion geführt hat. Das war halt da noch nicht. Man konnte halt auf dem Hauptweg durchspielen und da gab es die ganzen Texte. Ja, keine Sounds, keine Musik, wie gesagt, keine Sprachaufnahmen, das kam dann alles später. Aber es war schon ein Spiel. Und in meinem Diplom-Kolloquium, was dann halt irgendwie 1 oder 2 Monate später war, da hatte mein Prof, der Gunther, hallo, hatte dann halt jemanden aus der Industrie eingeladen, der zufällig gerade im Haus war, weil er sich auch noch eine andere Arbeit anhören wollte. Und da hat er gesagt, Herr Fichtelmann, wenn Sie sowieso schon mal bei uns sind, vielleicht interessiert Sie das auch. Da hat ein Student ein Spiel gemacht. Und dieser besagte Herr Fichtelmann, der hatte, der hat zu dem Zeitpunkt bei einer Firma namens DTP gearbeitet. Das war ein großer Spiele-Publisher in Hamburg. Einer von den wenigen großen Spiele-Publishern, die es damals in Deutschland gab. Und es werden halt nicht mehr große Spiele-Publisher so unterm Strich, sondern eigentlich verlieren wir halt immer mal wieder welche. Diesen besagten großen Spiele-Publisher haben wir mittlerweile verloren. Den gibt es jetzt nicht mehr. Was möglicherweise auch daran liegt, dass einer der begabteren Leute, die dort gearbeitet haben, besagte Herr Fichtelmann, dann halt ein halbes Jahr eigentlich tatsächlich nur nach diesem Diplom-Kolloquium mit einem besagten Herrn Müller-Michaelis eine Firma gegründet hat. Und das war ziemlich wild. Der hat mich halt eine Woche nach dem Diplom-Kolloquium angerufen und gesagt, ja, Vortrag, also das, mit deinem Spiel, das fand ich halt echt recht beeindruckend so, hätt's nicht Bock bei DTP halt ein Praktikum zu machen. Also,
habe ich mir noch gar keine Gedanken darüber gemacht, wie es jetzt weitergeht. Ich habe auch noch gar nicht geschlafen. So, noch gar nicht geschlafen, ich kann gar nicht ordentlich entscheiden. Und dann habe ich gesagt, so, ja, klar, okay, komm, warum nicht, mache ich. Und dann saß ich da bei DTP plötzlich im Marketing. Und das war halt so nach so einer anstrengenden Phase, wo ich halt sehr kreativ gearbeitet habe, war es für mich dann halt erstmal tatsächlich ein bisschen deprimierend, so die Industrie von der aus Publisher-Sicht so kennenzulernen und eben nicht selber an den Spielen zu arbeiten, sondern halt irgendwie so weit weg. Offenbar war es für Carsten, der halt eigentlich mit Herz und Seele ein Marketing- und PR-Mensch ist sozusagen, aber auch schon länger frustrierend, halt so weit weg von den Spielen zu sitzen. Und da hatte ich schon länger davon geträumt, halt eine eigene Firma zu machen, wo halt eben nicht nur der Verlag, sondern das Studio gleich mit in einem sitzt. Und einem Vierteljahr hat er mich halt in sein Büro geholt und hat mich davon in Kenntnis gesetzt, also ins Vertrauen gezogen. Julian, ich werde hier nicht mehr alt in der Firma. Ich habe vor, was Eigenes zu machen. Könntest du dir vorstellen, was? Ich? Verwechselst du mich? Und nee, ich hatte natürlich Bock. Und ja, was kann Menschen relativ gut einschätzen und wahrscheinlich wusste er, dass ich der Einzige bin, der halt so diesen genetischen Fehler hat, dass man Risiken nicht richtig einschätzt. Wie heißt denn das? Borderline-Syndrom. Und keine Ahnung. Auf jeden Fall, drei weitere Monate später, also im Januar des darauffolgenden Jahres, nach dem Januar, in dem ich halt noch Grafiker für Aetna gesucht hatte, hatten wir schon Dedelic gegründet. Und haben dann erstmal angefangen, quasi ein ganz neues Spiel auf die Beine zu stellen, haben uns da für die Prototypenförderung in Hamburg beworben. Dieses Spiel war in New Beginning, das war quasi dann auch das erste Projekt, an dem ich gesessen habe, dann in der Firma. Und dafür haben wir sehr lange nach einem Publisher gesucht. Aber wir haben halt diese Förderung bekommen und konnten dann halt schon zur nächsten Gamescom, also quasi ein Jahr nach meinem Diplom-Kolloquium, konnten wir halt dort auf der damaligen noch Games Convention übrigens in Leipzig schon unseren Prototypen, also schon was Spielbares von diesem Spiel zeigen. Später irgendwann Spiel des Jahres geworden, wenn auch nur, weil halt alle anderen Konkurrenten wegen Blutigkeit halt kurz vorher rausgeekelt wurden aus dem Roster. Das heißt, es war, glaube ich, nicht die populärste Entscheidung so in unsere Richtung von allen Leuten. Die wollten halt alle eigentlich, dass irgendein anderes Spiel gewinnt, was halt dann gar nicht mehr nominiert werden durfte aus politischen Gründen. Da sind wir mittlerweile besser aufgestellt, so was die kulturelle Akzeptanz von Spielen anbetrifft. Aber immer noch nicht, ist immer noch ein kleiner Kampf. Aber egal. Was soll ich sagen? Das ja, erste Spiel. Genau. A New Beginning. Ja, war auf der Gamescom. Und dann durfte ich das halt vor der Presse vorstellen. Also und die saßen da halt alle und man muss sich dazu vorstellen, dass damals gab es halt noch kein Steam, es gab halt noch keine digitalen Portale. Man kaufte Spiele noch im Laden. Oder es gab kaum digitale Portale oder es war einfach auch nicht gängig. Auf jeden Fall wenn es das wirklich überhaupt gab. Ich meine fast, es gab das tatsächlich noch gar nicht. Welches Jahr? 2034 kam Steam. Ja. Aber da war so Steam nur für. Ja, da war Steam nur für Half-Life. Echt? Und genau. Counter-Strike. Echt? Ja. Nee, okay, dann war ja Steam auch schon Branchen-Methusalem da zu der Zeit. Also auf jeden Fall, aber so aus Publishing-Sicht war halt das ganze Digitale halt noch relativ
weitestgehend zu vernachlässigen. Und das Wichtige war halt der Retail. Also du kauftest eigentlich deine Spiele im Laden immer noch. Okay, das wusste ich nicht, sorry, mit Steam, dass das echt schon so alt ist. Aber ich kriege halt auch einiges durcheinander. Gerade diese Zeit war für mich ja wie ein langer Tag. Ja, aber bis wirklich... Und mit dieser Zeit meine ich halt irgendwie den beschriebenen Zeitraum vom Anfang, vom Start meiner Diplomarbeit bis heute. Irgendwann, ich weiß nicht, wann es her war, irgendwann an diesem langen Tag, der halt noch andauert, von dieser Idee, ach, machst du halt ein Spiel als deine Diplomarbeit, bis heute. An einem dieser Tage war ich in Köln auf einer Messe, die hieß irgendwie Gamescom oder so, 2000, und dann weiß ich es nicht mehr, leider. Es war eine von diesen Messen, die tauchen halt immer wieder so auf, weißt du, wie halt Fliegen, die durchs Fenster kommen oder so. Da sprach mich halt, das war eines der ersten Jahre, wo ich halt so langsam auf der Messe erkannt wurde, wo die Leute halt verstanden haben, okay, da gibt es einen Typen, der heißt Poki, der macht Spiele. Und da hat mich halt ein sehr junger Kunde von uns angesprochen auf dem Floor. Kein Fan, Kunde? Ich sag mal Fan. Es war wohl ein Fan so. Da, ich weiß nicht, es fällt einem, dieser Begriff fällt, kommt einem einfach nicht richtig über die Lippen. So. Ich verstehe das nicht so richtig. Aber okay, der kam auf mich zu und sagte so, boah, du bist doch Poki. Und ich so, oh, ja, er hat mich erkannt. So, ich bin Poki. Und so, ja, als Kind habe ich Edna bricht ausgespielt, hat er gesagt. Und ich so, als Kind hast du Edna bricht ausgespielt? Ich so, oh, und ich habe seitdem noch gar nicht geschlafen. Was wahrscheinlich tatsächlich stimmt, ist, ich hatte zwischen Edna bricht aus und dieser Gamescom noch keinen Urlaub gemacht. Also es ist gut möglich, dass das stimmt. Also ich habe keine Ahnung. Weil gerade wenn man halt irgendwie so als Startup so die ersten Jahre, die sind halt relativ stressintensiv, ne? Und du nach dem ersten kommt das nächste und du willst auch immer so und das war aber überraschend. Da muss ich halt echt rechnen. Und ich so, okay, ja, Edna bricht aus. Das ist irgendwie, weiß ich nicht, war zu dem Zeitpunkt schon 4 Jahre alt oder so. Das kann es vor jetzt 4 Jahren her gewesen sein. Edna ist, glaube ich, 2008 rausgekommen. Und wenn halt irgendjemand sagt, er ist jetzt, keine Ahnung, er ist jetzt 16 oder 17 und hat es gespielt mit 12, dann kann man schon mal sagen, so, das habe ich als Kind gespielt. Ja. Das ist für einen dann schon dieser Abstand. Aber für mich war das halt wirklich... Ich habe das doch gerade erst gemacht. Als Zwischenfrage, als Edna dann rauskam, war das aber schon komplett vertont und alles war mit drin, ja, ja, ne? Klar, natürlich. Ja. Okay. Genau, die Vertonung, also mit den Sprachaufnahmen, das haben wir in 2 Phasen gemacht. Das eine war in dem halben Jahr, in dem ich bei DTP gearbeitet habe, dass ich da halt Sprachaufnahmen gemacht habe. Und die zweite Hälfte war quasi so in dem ersten halben Jahr der Firma. Auch ungewöhnlich, dass man das so aufspaltet, so, aber es war auch einfach sehr viel Holz. Und es kam ja auch noch eine Firmengründung dazu, die halt auch ein bisschen... Ich habe auch mit an dem Businessplan geschrieben, eine Sache, die ich verständlicherweise vorher noch nie gemacht habe und auch halt irgendwie relativ viel Kopf und Energie halt gezogen hat. War aber auch ein tolles Ding, der Businessplan. Den ersten Leuten, die wir diesen Businessplan gezeigt haben oder zeigen mussten, war halt den Leuten von der Prototypenförderung und die haben gesagt, Mann, da haben sie uns aber auch ein Konventsband auf den Tisch gelegt. So ein Ding haben wir ja noch nie gesehen. Aber ich glaube, die haben es auch einfach, anstatt zu lesen, halt auf eine Waage gelegt und danach gemessen. Ja, gut. Ja, damit ist diese Geschichte auch schon wieder abgeschlossen. Nein, ich habe keine Ahnung, ich habe mich schon wieder verzettelt irgendwo in der Mitte der Geschichte. Nee. Ich wollte doch eigentlich was ganz anderes erzählen. Nee, was hast du denn als Kind gespielt? Ich? Ich habe ja.
Ich war schon immer so interessiert an allem Möglichen. Also mein erster Heimcomputer war ein Amiga 500. Mhm. Freunde von mir, die hatten halt auch schon vorher einen Atari oder einen C64 gehabt. Und da haben wir halt auch viel gezockt natürlich. Aber das erste Spiel, Computerspiel, das ich bei mir zu Hause hatte, war Marble Madness für den Amiga 500. Ein Spiel, wo man Murmeln durch ein Labyrinth, die sich sehr wackelig und blöd verhalten, die man mit einer Maus steuern musste, durch ein Labyrinth steuern musste. Marble Madness. Meine erste Konsole war ein Nintendo Entertainment System. Da haben wir natürlich auch viel gezockt. Da war dann wahrscheinlich das erste Spiel Super Mario. Oder was gab es noch in dem als Tetris. Quasi Release-Titel, der halt mit dabei lag? Ja, ich glaube, Tetris kam erst später. Tetris kam auf dem Gameboy. Der, genau, ja, genau, das erste Tetris war auf dem Gameboy. Gameboy hatten wir auch und da hatten wir auch Tetris, das lag dabei, genau. Zelda war noch so ein Spiel, das halt möglicherweise mit der Konsole mit zu kaufen war. Das erste Zelda. Und ja, habe mich schon immer so für allerlei Genres interessiert. Natürlich auch für erzählerische Genres, aber und da war es halt tatsächlich ein sehr augenöffnender Moment, als mein Vater mir, der hat überhaupt gar keine Ahnung hatte, aber sich halt in dem Elektrofachgeschäft, keine Ahnung, wo er es auch immer her hat, bei Karstadt oder bei der Metro vielleicht sogar, der hat sich halt beraten lassen von einem der Mitarbeiter und der hat ihm halt Zack McCracken in die Hand gedrückt. Das war das... das zweite salonfähige Lucasfilm Games Adventure. Und das hat mich richtig, diesem anonymen, unbekannten Marktarbeiter. Arbeiter? wie nennt man die Leute denn? Die halt irgendwie, wahrscheinlich war es halt ein Supermarkt, nee, sondern halt so ein, wie so ein Kaufhof-Dingens. Wie heißen die Dinger denn überhaupt? Haus. Haus. Ein Kaufhaus-Mitarbeiter. Danke. Verkäufer. Verkäufer. Ja. Ja. Vielleicht war es einfach ein Verkäufer. Einigen wir uns darauf, dass es möglicherweise ein Verkäufer war, denn er hat meinem Vater ja auch etwas verkauft. So naheliegend können diese Sachen manchmal sein. So, ich habe gerade mal in die Frage reingeguckt. Ja, nimm sie ruhig, nimm sie gleich an. Komm. Das finde ich sehr schön. Ich meine, wir können auch gerne einfach, wir legen uns zurück, so. Hm? Und ja. Der Chat bombardiert dich. Viel Spaß. Wir sind quasi nur hier. Rede ich zu viel? Nein, oder? Absolut nicht. Das ist gerade mal gut, dass jemand da ist und seine Story erzählen kann. Vielleicht interessiert das den einen oder anderen, ja. Ja. Das aber du kannst auch die Frage genau ruhig aufgreifen. Bist du schon immer? Bist du schon immer so ein Arbeitstier gewesen oder hast du eine Passion in der Spiele? Ich dachte eine Zeit lang, ich bin auch sehr gut darin, Urlaub zu machen, mich zu langweilen, zu faulenzen. Aber tatsächlich, wenn man halt, also ich dachte das, als ich so 16 war. aber das ist ja jetzt mittlerweile auch schon ein halbes Jahrhundert her. Ein paar Sekunden. Seitdem hast du auch nicht geschlafen. Genau. Seitdem habe ich nicht geschlafen. Nee, ich glaube, Passion gilt halt tatsächlich dem Geschichten erzählen. Als wir halt unser erstes, wir haben zwei Kurzfilme gemacht. Der eine ist halt nicht besonders kurz geworden und der zweite, aber dafür waren die Dreharbeiten sehr chillig. Das war halt gerade mitten im Sommer. Also ich habe gerade gehört, als dieser Sommer, den wir jetzt gerade immer noch haben, obwohl wir schon Oktober haben, mit vergangenen Sommern verglichen wurde gesagt, das hier ist nicht der krasseste Sommer, den wir haben. Der krasseste Sommer war, und das war dieser Sommer, in dem ich meinen ersten Kurzfilm mit Freunden gedreht habe. Das war eigentlich eine relativ chillige Sache.
da haben wir halt uns auch, glaube ich, dabei nicht tot gemacht. Aber der zweite Kurzfilm, da hatten wir halt nur eine Drehwoche, also für den ersten hatten wir 2 Wochen so, und entsprechend ist ein Kurzfilm darf halt eigentlich nicht länger sein als 20 Minuten, sonst wird er halt auf Festivals nicht gezeigt. Der ist halt 40 Minuten geworden und entsprechend fiel der halt in überhaupt keine Kategorie. Und ist halt einfach irgendwie egal. Das war sowieso wie gesagt, ist egal. Der zweite Film, den hatten wir halt irgendwie auf Kurzfilmformat angelegt und hatten halt eine Woche, um den zu drehen. Und wie das so ist, wenn man jung ist und man kann halt nicht alle Eventualitäten bedenken, so, und Team aus Studenten, man weiß halt auch nicht, ne, bunt zusammengewürfelt bei jeder Personalie, wie man sich da so halt irgendwie reinholt. Und der Kameramann war ein sehr cooler Kameramann, der halt ein krasses Auge auf Details hatte, der uns aber halt, weil der halt einfach keine so ein Perfektionist war, und der war halt einfach nicht zu stoppen. Der hatte halt an den Scheinwerfern rumgezogen, ja, gib mir noch. Du konntest nichts machen, du konntest ja auch nicht in Handschellen abführen oder so, oder dich mit dem prügeln. Dann hättest du keinen Kameramann mehr gehabt, wir hatten ja nur die eine Woche, also mussten wir uns halt irgendwie drauf einlassen. Und da habe ich schon bemerkt, dass ich halt durchaus Ansätze von eines Workaholics habe, weil ich mir dann halt, um die verlorene Zeit aufzuholen, habe ich mich halt mit einem jetzt Freund, damals war es halt, den haben wir kennengelernt, weil wir jemanden für Continuity eigentlich brauchten für unseren Kurzfilm. Habe ich mich mit dem halt über Nacht hingesetzt und habe halt so lange an diesem unsere szenische Auflösung, also unser Storyboard halt überarbeitet, bis wir die Zeit wieder drin hatten. Haben halt gesagt, okay, diese Einstellung können wir vielleicht auch in der anderen zeigen. Diese Einstellung, das, was am meisten Zeit kostet, ist halt das Umbauen. Und wir hatten eine tolle Choreografie mit Kameras ausgearbeitet. Alles hatte Einfluss auf alles so. Und wir mussten aber halt diese Zeit sparen, die wir halt verloren hatten. Und haben dann halt gesagt, okay, jetzt lass uns nochmal komplett frei denken. Das ist halt wie, du hast gerade halt irgendwie, bist dabei halt irgendwie, hast das Gerüst für ein Hochhaus gebaut, und jetzt merkst du plötzlich so, ich habe aber nur genug Ziegelsteine für die Hälfte der Stockwerke. Was wir gemacht haben, ist halt schnell das Gerüst umzubauen über Nacht, damit halt die Ziegelsteine ausreichen, um die Fassade halt zuzubekommen. Genau, und der René, mit dem ich da das gemacht habe, mit dem arbeite ich übrigens immer noch zusammen. Das ist halt mein Co-Pilot bei diversen Projekten gewesen. Der hat mit mir zusammen Harvest Neue Augen gemacht, jetzt den 4. Deponia-Teil. Bei meinem aktuellen Spiel arbeitet er auch immer noch mit mir zusammen. Genau, der ist der Einzige, der sich traut, sich mit mir so richtig zu zoffen. Das ist auch wichtig. Hallo René. Hallo. Du hast übrigens ein sehr großes Talent. Hä? Du hast ein sehr großes Talent, auf eine Ja-Nein-Frage in einer 20-Minuten-Version zu antworten. War das jetzt schon 20 Minuten? Viertelstunde hast du schon reingeballert. So. Aber du hast sehr viel zu erzählen, das finde ich beeindruckend. Also, ich sag mal so, ich schmücke viel aus. Echt? Aber eigentlich, du hast doch gar nicht geschlafen. Das war doch eigentlich nur ein paar Sekunden. Es hat noch jemand, ich nehme einfach die Fragen raus, weil ich glaube auch, wir brauchen heute nicht mit irgendeinem vorbereiteten Kram kommen. Ich glaube, Menschen haben an dich genug Fragen. Es hat jemand gefragt, hast du eine Anekdote aus den Anfangszeiten, die dich fürs Leben oder zumindest für die Arbeit geprägt hat? Das hat mich als Geschichtenerzähler wachsen lassen. Meine erste große Liebe. Ich war unglücklich verliebt. Okay. Nein, ich meine, jeder ist mit 16 unglücklich verliebt oder mit 15, 16 oder so. Ich glaube, das gehört halt einfach dazu. Das ist ja ein wichtiger Schritt des Erwachsenwerdens. Aber ich habe keine Ahnung, möglicherweise ist das halt tatsächlich
das, was andere Leute Fantasie nennen. Man kann sich halt möglich, stellt sich dann halt Sachen vor und gleicht sie die ganze Zeit mit der Realität ab und so weiter. Und ich dadurch kann halt auch entwickelt man auch mehr Fantasie dabei, wie man sich selber halt irgendwie schlecht fühlen kann. Und das eigentliche Talent ist also halt, man kann besonders gut leiden in solchen Situationen. Und genau, das konnte ich hervorragend. Ich war sehr gut darin. Bin ich wahrscheinlich noch so. Wenn ich einen Grund hätte, habe ich gerade nicht. Aber wahrscheinlich wäre ich auch immer noch sehr gut im Leiden. Zwischenzeitlich habe ich mal das nochmal ausprobiert, wie es mit dem Leiden aussieht. So. Also das ist ein paar Jahre her. Also jetzt, muss man auch nicht immer haben. Die andere Phase sind ja eigentlich besser so. Aber ja, irgendwie hat mich das zur Musik gebracht und dazu gebracht, halt Songs zu schreiben. Du bist ja auch unglaublich vielseitig, ne? Das ist ja erschreckend. Ich glaube, ich bin einfach nur voll und es quillt halt an allen Seiten raus. So. Weißt du, wie wenn du halt irgendwie dir zu viel Pudding in deinen Jutebeutel gepackt hast, so heute habe ich richtig Bock auf Pudding. Koche ich mal 5 Kochtöpfe voller Pudding. So, wie man das halt so macht, weißt du? Wisst ihr ja selber. Und dann merkt man so, ach scheiße, das war der Jutebeutel mit den Löchern. Und dann sitzt man in der U-Bahn, hat seinen Puddingbeutel, wie halt jeder normale andere Mensch halt auf dem Schoß. Und dann spritzt es halt aber auch aus allen Löchern. Und du denkst, oh Gott, ich muss, wenn ich nur den geringsten Druck ausübe, dann kommt der halt von hinten und vorne raus, der Pudding. Aus allen Löchern. Genau, so eine Art, ich bin halt dieser Puddingbeutel. Deswegen haben wir hier ja auch Feppen für den Weltfrieden gefunden. Genau. Damit das nicht passiert. Wenn der Pudding vorne und hinten rauskommt. Freunde der Sonne, lasst euren Pudding ab. Ich sag's euch immer wieder. Ansonsten habt ihr irgendwann Probleme und wählt die AfD. Genau. Sehr gut. Ja, tatsächlich. Das. Ja. Wunderschön. Wie bist du denn jetzt dazu gekommen? Also ich meine, wenn ich ehrlich bin, ich wusste gar nicht, wie viel Einfluss du auf die Spiele hast, wie Deponia. Ich habe alle Deponia-Teile gespielt. Aber wie bist du darauf gekommen, dich musikalisch da drin auch noch irgendwie so ein bisschen zu entfalten? Ja, es sollte ein Spiel über einen vollendeten Egozentriker werden. Und da dachte ich, was ist egozentrischer, als selbst quasi den Titelsong zu singen. Dann kam allerdings, also das für das Konzept von Deponia hatte ich tatsächlich sehr viel Zeit. Ich habe, glaube ich, fast ein Jahr gehabt, um das Konzept für ein Spiel namens Deponia zu machen. Und nach diesem Jahr hatte ich halt so viel Material, dass wir es halt gezwungen waren, es in 3 Teile zu teilen. Aber wir haben tatsächlich, es war ja auch noch relativ also nicht mehr so früh wie in New Beginning, aber es war tatsächlich auch ja trotzdem noch in der ersten Hälfte der Delico-Historie der lang. Für Deponia haben wir zunächst keinen Publisher gefunden. Wir sind damit rumgelaufen, wir waren damit auf Messen, also mit meinem Konzept. Wir konnten halt nicht so viel zeigen, so, aber dachten so, ja, Aetna hat ja funktioniert, Whispered World läuft auch gut, New Beginning hat einen Preis gewonnen. So, warum sollten die Leute halt nicht auch an unser 4. Spiel glauben, sozusagen? Aber alle sagen, oh, das ist schon sehr speziell, so, Müllplanet, weißt du, wissen wir nicht, wie gut das funktioniert. Wie laufen denn die anderen klamaukigen Müllplanet-Spiele? So, haben wir keine Marktdaten zu, können wir nicht machen. Keine Ahnung. Gab es andere, die waren halt interessiert, aber der Mutterkonzern nicht oder irgendwie solche Sachen. Also, echt schwierig und damit wir nicht halt so lange warten, bis uns das Geld ausgeht, haben wir gesagt so, okay, wir müssen noch dringend ein weit anderes Spiel dazwischen schieben jetzt und dann haben wir eins, wo die Leute halt uns Geld für geben. Poki, kannst du kein Aetna 2 machen?
Da wüsste ich schon jemanden, der uns dafür Geld gibt. Edna hat ja schon mal funktioniert. Okay. Da habe ich gesagt, nee, keinen Bock. Und einen Tag später hatte ich halt dann auch doch eine Idee. Nee, ich bin dann, glaube ich, tatsächlich mit einem Zettel mit 5 Ideen durch die Firma gelaufen und habe gefragt, so, was gefällt euch am besten von den 5 Ideen? Und es wurde dann Harveys neue Augen. Und weil ich aber diese Idee für, ich singe den Titelsong schon hatte, und weil mir das so gut gefallen hat, habe ich gesagt so, aber für Harveys neue Augen singe ich dann trotzdem den Titelsong. Ich habe mich jetzt schon so drauf gefreut, dass ich den Titelsong singe. Dann will ich das jetzt machen. So. Und dann haben wir Nadel und Faden gemacht. Und das war ja, ist ja eigentlich immer noch so, ja, das wird halt auch bis ich sterbe wahrscheinlich mein größter Hit bleiben, musikalisch. Einfach weil es der erste war. Kauft euch die CD, Mann! Die beiden CDs! Kommst du unter Konzerten? CDs, es gibt sehr viele, ja. Wie, mit Musik, die nicht mit Spielen zu tun hat? Ja, genau. Wir haben, das ist auch irgendwann in den letzten Jahren passiert. Also ich habe tatsächlich die gesamte Zeit angefangen mit in dem halben Jahr, wo ich bei DDP noch gearbeitet habe, bis heute, habe ich es halt irgendwie hinbekommen. Also damals saß ich im Bus und eine Kollegin von mir, die hat gesagt, so, du hast ja eine Gitarre um. Ich bin zu einer Bandprobe, das war irgendein Bandprojekt, das ich halt irgendwie gerade hatte. Aus dem halt dann nach hinten raus nichts geworden ist. So, machst du Musik? Und ich so, ja, ich mache Musik. So, und habe ihr ein bisschen erzählt, was für eine Art von Musik ich mache. Also, wie gesagt, wenn man halt, es haben sich sehr viele Songs aufgestaut, irgendwie seit dieser Zeit, wo ich halt in meiner frühen Jugend unglücklich verknallt war. Ich konnte halt immer nur, ich habe mir Gitarre halt weitestgehend, die ersten Akkorde habe ich mir zeigen lassen und dann halt irgendwie weiter. Das heißt, ich musste aber auch eigene Songs schreiben, um mir neue Sachen beizubringen. Also diese Kollegin hat mich gefragt, so, ich habe da nämlich jemanden kennengelernt, der macht so eine Veranstaltung und der sucht gerade irgendwelche independent, unbekannten Indie-Musiker für sein Format. Und das war, da heißt das Tresenlesen. Das ist eine ganz kleine Veranstaltung in Hamburg auf dem Kiez. Und er liest Kurzgeschichten und und lässt halt zwischen den Kurzgeschichten hat er halt so wechselnde Bands auftreten lassen. Also immer eine Band eingeladen, die dann halt immer einen ihrer Songs zum Besten gibt. Sehr schönes Format. Und dann bin ich da hingegangen und bin da geblieben. Und dann war ich plötzlich dieser wechselnde musikalische Gast ab dem Zeitpunkt. Das fand zufällig dann auch in der Bar statt, wo halt Leute aus der Games-Branche ihren Stammtisch hatten, die dann halt irgendwie auch da hängen geblieben sind und die halt auch zu meinen engeren Freunden halt irgendwie heutzutage noch zählen, auch wenn die halt irgendwie schon 1000-mal ihren Job gewechselt haben mittlerweile. Aber da habe ich dann angefangen, regelmäßig Musik zu machen und irgendwann ist halt, ich wollte halt irgendwie ja immer in einer Band spielen und irgendwann ist unser Gunnar, der halt lange, die allerlängste Zeit bei uns Freelancer-Animator bei The Delic war, auch an solchen coolen Sachen wie Deponia und Harvest Neue Augen und allem auch schon wisst, was man halt immer mitgearbeitet hat. Und übrigens auch einer unserer begnadeten Synchronsprecher ist, mittlerweile halt auch in anderen Produktionen zu hören. Eine der letzten Sachen war, dass er die Leiche bei Thimbleweed Park spielen durfte. Geil. Also in der Originalversion, in der englischen Originalversion, weil die halt einen deutschen Akzent haben sollte. Könnt ihr nicht jemanden, der kein Englisch sprechen kann. Gunnar. So, und mit, genau, er war dann halt auch häufiger beim Tresenlesen und dann haben sie mir eine Cajon geschenkt ich kann ja nicht gleichzeitig trommeln und halt Gitarre spielen. Dann hat sich Gunnar halt immer mal wieder auf die Cajon gesetzt und dann kam irgendwann Anne dazu und jetzt haben wir halt eine richtige Band. Und
als wir auf irgendeiner Gamescom hatten wir halt, also als gerade als es halt anfing, dass ich halt in den Spielen immer mal einen Song gesungen habe, hatten wir die Idee so, okay, dann machen wir halt mal was anderes auf der Messe und machen halt ein kleines Konzert. Dann bin ich halt einmal solo aufgetreten. Im nächsten Jahr wollte ich aber gerne die Band dabei haben, weil ich halt ohne Band nicht mehr spielen mag, weil es halt einfach ja, es ist so viel besser. Ja, und genau, dann waren Anne und Gunnar mit und war halt cool. Und dann saßen halt der Typ von der Bühne quasi, also der, wie sage ich das, der Veranstalter mit unserem ja, mit unserem COO halt standen zusammen auf der Branchenparty und hatten zu viel Kölsch getrunken und dann und nächstes Jahr machen wir eine Tour, sagten sie. Und Anne, Gunnar und ich standen halt so daneben und ja klar, nächstes Mal machen wir voll die Tour. Beide heißen übrigens Stefan, also Stefan und Stefan standen da so und prosteten sich mit ihrem Kölsch und nächstes Jahr machen wir so die geile Tour und wir machen voll die Tour. So, weißt du, das war eigentlich wie die Szene in How I Met Your Mother, wo sie halt irgendwie sagen, und wir sollten eine Bar gründen. Genau so war das. Wir haben halt gesagt, ja klar, können wir machen, klar, wir machen eine Tour, das wird geil. So. Und dann haben wir tatsächlich nächstes Jahr eine Tour gemacht, als wir dann begleitend zu dem Release von Deponia Doomsday. Das ist auch gar nicht so lange her. Hm. Aber als wir dann halt diese Tour hatten, ging es halt auf die Messe zu und wir wussten, wir wollten noch ein großes Abschlusskonzert nach der Messe dann wieder machen. Dafür hatten wir dann sogar das Bootshaus halt irgendwie angemietet, also riesige Location. Wir standen halt auf einer, keine Ahnung, die ganze Bühne steht halt auf einer riesigen Bassröhre. Das ist eigentlich eher so, glaube ich, für Techno-Partys oder so eingerichtet. Auf jeden Fall echt riesiger Kaventsmann. Da dachten wir da so im Vorfeld, also erstmal für die Tour hatten wir halt noch einen Song extra aufgenommen. Happy Ends, weil sonst halt die, also wir wollten halt so als Giveaway, als ist ja auch irgendwie ein Marketinginstrument für Doomsday gewesen, eine Schallplatte von der Tour sozusagen, also als Ding haben. Da waren dann halt irgendwie Songs aus dem Spiel drauf, aber das hat ja nicht gereicht. Dann haben wir halt einen Song von mir, der halt aus dem Bandkontext war, aufgenommen und damit draufgepackt. Das hatte ich mir gewünscht und das hat auch cool funktioniert. Das war dann Happy Ends. Und als wir da im Studio waren, dachten wir so, ja, eigentlich könnten wir voll eine CD aufnehmen. Wir sind eigentlich reif. Und dann haben wir halt noch gesagt so, okay, dann nehmen wir das komplette Album auf, machen halt noch die, und mit etwas Glück sind wir halt zur Gamescom fertig. Waren wir nicht ganz, also die Songs waren schon alle fertig und so weiter, das Album war noch nicht fertig gepresst, aber es war unsere erste CD. Seltsame Vorkommnisse auf der Jahreshauptversammlung der Südpol-Freunde von der Band Baumann-Bergmann-Pokinson. Seltsame Vorkommnisse auf der Jahreshauptversammlung der Südpol-Freunde. Jetzt. Überall, wo es Musik gibt. Außer im Laden. Ach, nur digital. Das doch. Also, ich dachte, da heißt irgend so ein Schwede. Heißt da so ähnlich wie du, weil ich gerade bei Spotify Poki eingegeben habe und dann kam ja, das. Ja, dem. Da. Baumann, Bergmann, Pokinson, das sind wir, genau. Im letzten Jahr haben wir dann mit der Band halt nochmal eine CD aufgenommen und eine Tour auf eigene Faust gemacht, also ohne Delic-Hintergrund. Weil wir, genau, die haben wir dann auch selbst organisiert, beziehungsweise hauptsächlich hat Anne das organisiert. Aber ja. Genau, und haben dann eine kleine, aber feine Tour gemacht durch Deutschland, sind auch noch endlich mal nach Bayern gekommen und so. Und unser zweites Album, Schnupperstunde Kosmos Jetzt.
Hat genauso viele Songs. Nee, hat sogar einen Song mehr als das alte, erste Album. Volle Dinger geworden. Könnt ihr euch auf Spotify anhören oder noch besser ist, ihr kauft die CD, weil wenn ihr das auf Spotify hört, dann kriegen wir das Geld, was wir für diese CDs ausgegeben haben, die wieder rein. So, warte mal. Ich bin mir dann nicht sicher, ob ich euch nicht höre oder ob ihr einfach nur nichts sagt. Wir lauschen. Hier, du bist, du erzählst ja fröhlich deine Geschichten. Ja, es ist, es ist alles gut. Dafür musst du dich nicht entschuldigen. Alles schick, du. Jetzt erzähl mal, jetzt kommt die nächste Frage. Bereitet euch schon mal wieder auf den nächsten Monolog vor. Wie ist der Name von Dedelic entstanden? Dedelic. Dankeschön, das ist richtig. Habe ich doch gesagt. Ich habe es in zwei Wochen sowieso wieder vergessen und ich sage auch wieder. Ja, es sagen alle anders Dedelic, genau. Ja, die meisten sagen aber Dedelic. Ich habe früher schon Dedelic gesagt. Ist doch richtig. Dedelic ist richtig. Ja, und dann kamen die anderen, ey, das heißt Dedelic, man, wenn das einer hört. Ich so, hä, seid ihr doof, das heißt Dedelic, fertig. Dedalic. Ja, genau, Dedalic. Wie Dedalic? Daleks. Dedelic. Dedelic, ja. Die polnische Version von CD Projekt Red. Dedelic, Junge. Der Dedelic. So, ja, wir dachten einfach, was ist denn am schwierigsten auszusprechen? wir haben da sehr lange drüber geredet. Es ist halt irgendwie, ja, gar nicht so leicht, so halt irgendwie, wie nennt man die Firma? Und wir haben halt irgendwie gedacht, so, okay, wir wollen ja erzählerische Spiele machen, aber Spiele sind halt auf der anderen Seite, also war es halt irgendwie uns wichtig zu sagen, es müsste halt irgendwie eine Art mitklingen, dass das, was wir machen, halt irgendwie auch einen gewissen literarischen Anspruch, keine Ahnung, Komponenten, sag ich mal, gewisse literarische Komponenten hat. Und auf der anderen, oder musische, oder weiß ich was auch immer. Und auf der anderen Seite halt sind Spiele ja aber auch ein technisches Medium. Das Spannende bei Spielen ist ja auch, dass du halt einfach irgendwie an dieser an diese Kreuzkompetenz von zwischen musischen und technischen Begabungen halt irgendwie daran versuchen musst. Und da haben wir halt irgendwie zurückgeguckt in die europäische Geschichte und haben uns als Patron sozusagen Daedalus ausgesucht. Den bekannten griechischen Architekten, Bildhauer und Erfinder. Und Vater. Den nicht so begabten Vater. Sehr, sehr begnadeten. Wir sagen, er ist halt eigentlich der erste nachweisbare Game Designer. Er hat immerhin das Labyrinth gebaut. Es gibt ja sehr viele Labyrinth-Spiele sozusagen. Also das kretische, der Sage nach hat Minos das kretische Labyrinth gebaut für den König Minos und wurde dann halt just auch darin eingesperrt mit seinem Sohn zusammen. Und ja, dann hat er diese Sache mit den Flügeln gemacht, dass er halt irgendwie sich und seinem Sohn halt Flügel aus Wachs und Federn gebastelt hat und dann halt aber auch ihm gleich mitgegeben hat, so, aber nicht zu hoch an die Sonne, ne, dann schmilzt das Wachs so. Dieses Vorgeben von Regeln und dem Werkzeug, also so, weißt du, ist halt quasi auch mehr oder weniger der erste Flugsimulator gleich mit entwickelt. So viel. Also, wenn man so will, ist es ein bisschen weit hergeholt. Auf jeden Fall, man kann trotzdem sagen, der erste Game Designer, oder? Ich finde, das ist vollkommen gerechtfertigt, ja. Ganz genau. Dankeschön. Ja, also, und eben auch eine so seltene Kreuzkompetenz aus musischen und technischen Begabungen. Und weil wir die Firma nicht Daedalus nennen wollten, haben wir gesagt, Dedalic, das klingt dann halt auch gleich, da schwingt halt auch im Namen eben nicht nur die griechische Tragödie mit, sondern eben auch noch das Technische gleich mit.
The Dalek. Mach's wie. Es heißt eigentlich aber übersetzt. Mach's wie Daddy. Who's your Dalek? Who's your Dalek? Ja, ja, Moment, aber. Ja, nee, aber also übersetzen ließe sich natürlich mit auf eine Art und Weise wie Dedalisch. Es ist Dedalisch. Aber er wird ja eigentlich Dedalus ausgesprochen. Und nicht Dedalus. Also eigentlich nicht der Dalek. The Dalek. Ja, Dedalek. Nee, das ist tatsächlich nur, um es den Leuten noch schwieriger zu machen. Hat jede Firma so eine... Nein. Jetzt mal, wie lange habt ihr da gesessen? Also jetzt mal in normaler Zeit für schlafende Menschen. Also wir hatten, ich glaube, insgesamt 3 Sessions, wo wir uns über den Namen Gedanken gemacht haben. Und haben auch sehr lustige Zettel, wo dann so Namen wie Regalblei-Ikonen und andere Namen, die ich mich nicht mehr erinnern möchte. Tantric Games. Es war ziemlich viel Müll dabei. Aber genau, diese Zettel existieren noch. Echt, ja? Mhm. Habt ihr die bei euch irgendwo in der Firma ausgehängt, quasi? Nee, die halten wir gut unter Verschluss. Die Leute sollen sich auch weiterhin mit der Firma identifizieren. Vielleicht würden sie aushängen, wenn Lars nicht so viele Penisse auf die Seite gemalt hätte. So, weißt du, wie man immer beim Kritzeln so einfach irgendwelche anzüglichen Sachen irgendwie auf dem... Stimmt nicht, da sind keine Penisse auf dem Blatt Papier. Aber es hätte passieren können. The Dalek, genau. Egal. Jo. Das war übrigens deine kürzeste Antwort, ne? Heute. Ja. Ja, ich glaube, wir müssen das schon... Ich weiß nicht, ob wir für dich eine eigene Zeitrechnung einführen müssen. Also ich hab mir heute überlegt, währenddessen wir gesprochen haben, dass wir die pogische Zeit einführen. Wir rechnen nur noch in Sekunden. Je weniger wir geschlafen haben, desto mehr ist eine Sekunde wert. Ja, genau. Noch nicht ganz ausgereift, aber... Genau das steht in unserem Firmenhandbuch. Mitarbeiter. Oh! Deswegen war das so schwer. Da waren sich halt irgendwie immer alle einig, dass es halt so einen Umrechnungsfaktor gibt. Ein Dedalic-Jahr sind 4 Menschenjahre. Echt? Ja. Abgefahren. Wir nennen es die pukidemische Viertelstunde oder so. Beispiel. Okay, das müssen wir noch ein bisschen ausklügeln die nächsten Tage. Falls ich was fertig habe, patche ich dir das. kannst verwerten. Kannst ja einen Song schreiben. Oh. Sag mal, wieso hast du eigentlich im Trailer unterm Tisch gesessen? Ich wollte, was? Und die zweite Frage. Ach, ich war unterm Tisch. Die zweite Frage, war das ein Mofu? Was? Weißt du, was ein Mofu ist? Ich weiß nicht, was ein Mofu ist. Das ist ein Multifunktionstisch, den man so hochschrauben kann. Nee, aber den kann man noch cool ausklappen. Ich bin sehr, es ist ein sehr guter Tisch. Ja, Moment. Ist das Ding, was man dann in die Mitte reintut, dieses Brett, ist das da unten fest oder musst du das immer wegholen? Das ist sehr wichtig. Du ziehst den Tisch, du ziehst die Schubladen an den Seiten aus dem Tisch raus und da drin sind Bretter auf Scharnierstangen, die du halt nach links und rechts aufklappen kannst. Okay. Dann kannst du die von unten noch fixieren. Aber da ist keine Tischplatte für... Es gibt kein Mittelsegment. Also du kannst den Tisch nicht in der Mitte auseinanderziehen, sondern du kannst nur diese Erweiterung links und rechts. Aber das passt leider nicht mehr in die Wohnung. Also... Naja gut, aber konnten wir das noch nie ausprobieren. Vielleicht funktioniert es gar nicht. Gut, dass wir drüber geredet haben. Ja, wollte ich gerade sagen. Das war doch auch eine sehr kurze... Ihr seid so verwirrt, wenn ich aufhöre zu reden. Also. Ja, es ist ja auch mittlerweile schon... Es ist ja ein Schock, als hättest du keinen Bock mehr. So, man muss ja... Na, jetzt keinen Bock mehr? War das die falsche Frage? Warum erzählt ihr jetzt nicht so gerne über den Tisch, den er da hat? Und die eigentliche Frage hat er gar nicht beantwortet. Was ist da los? Jetzt habe ich vergessen, was ich gefragt habe. Warum ich unter dem Tisch hockte. Ja, genau, warum du unter dem Tisch gehockt hast. Das ist mir komplett neu, dass ich unter dem Tisch hockte, aber ich
Es wird schon Grund gehabt haben, oder? Ich meine, wer weiß schon, was er tut, bevor ihm nicht die Frage in einem Interview gestellt wurde. Also ich meine, du warst der Erste. Wir haben ja schon, also wir haben jetzt wirklich schon alles gesehen. Gegenfrage, warum habt ihr nicht unter einem Tisch gehockt? Hey, Entschuldigung, ich bin in Deponia gelandet und hab nach dir gesucht. Das stimmt. Und dann saß da irgendein Typ an der Seite und hat geklampft und ich so, hä, das ist doch nicht Pokémon. Hm. Das meine ich. Ja, genau. Das ist fast dasselbe wie unter einem Tisch. Ich glaube, die Antwort auf diese Frage wird auch mit noch länger drüber reden, nicht lustiger. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Unterhaltungen heute sind relativ solide. Ich finde die Gespräche sehr solide und deine Monologe auch. Also. Ah, okay, super. Die sind mit Witz, Charme und Melone. Melone, wollte ich gerade sagen, ja. Darf ich fragen, wie alt du bist, Pogi? Nur eine Richtung? Da warst du vorhin, das hab ich doch vorhin schon, haben wir doch vorhin schon geklärt. Ja, da war ich nicht da, oder? Ja, genau. Ja, eben. Wir haben alles schon geklärt, als ich vorhin nicht da war. Oh. Ich hab's jetzt deinetwegen alles nochmal erzählt gerade, was wir vorhin schon in deiner Abwesenheit durchgekaut haben. Ja. Okay. Genau. Aber ich habe dir, also ne, bei den ganzen Fragen eben so, ne, wie ist Delic zustande gekommen, also die Firma, so was... wie es Edna bricht aus entstanden soll, da habe ich jetzt für dich die Kurzfassung gewählt. Vorhin haben wir uns ein bisschen länger drüber unterhalten. So. Pia hat gerade gefragt im Chat übrigens, woher die Idee für Edna bricht aus kam. Ich weiß noch, dass ich, das war ja halt die Idee für das Spiel, war ja schon in dieser Projektphase. Da wollte nicht nur ich einen Schein für dieses Projekt ergattern, ein Projektschein, wie wir es so schön gesagt haben, sondern halt noch eine Reihe von anderen Kommilitonen. Wir saßen da, wir hatten uns verabredet und es bei mir in meiner Studentenbutze zu treffen. Ich wollte halt drei Ideen für eine Geschichte mitbringen. Davon fand ich aber eine schlecht von den dreien, die ich aufgeschrieben hatte. Und deswegen dachte ich in der Bahn so, nee, irgendwie brauchst du eine andere dritte Idee. Also ich weiß nicht mehr, welches diese Idee war, die ich weggeschmissen habe. Das eine war ein Spiel namens Kuhschubsers Erben. Ein Spielkonzept, das weiß ich noch. Und das zweite, oh Gott, das zweite weiß ich auch nicht mehr. Aber auf jeden Fall, dann fiel eins weg und dann brauchte ich noch eine dritte Idee. Und da habe ich mir dann die Frage gestellt, so mit was für einer Idee kriege ich gewisse Leute aus dieser Gruppe auf meine Seite, damit es nicht Kuhschubsers Erben wird, damit nicht alle für Kuhschubsers Erben stimmen, weil ich eigentlich gar keinen Bock drauf hatte, die Idee in die Tat umzusetzen. Und dann, genau, gute Freundin von mir, die damals halt mit im Team saß, mit denen ich auch damals halt Kurzfilme gedreht habe, bei der war ich mir sicher, wenn ich was über eine, so ein bisschen was wie soll ich sagen, wenn ich eine Story entwickle, die so ein bisschen Burton-esque ist, also so Tim Burton-artig, so ein bisschen Kindergeschichte gone wrong so mäßig, ja. dann stimmt die auf jeden Fall dafür. Und dann dachte ich so, ah, das ist eigentlich eine coole Idee. So, und was gibt's noch nicht so? Irrenhaus, du wolltest immer was mit dem Irrenhaus machen, das gibt es einfach noch nicht. Und dann habe ich dann die Geschichte von Edna dazu entwickelt sozusagen und die vorgestellt und da waren tatsächlich dann auch alle, das ist dann halt ab dem Zeitpunkt habe ich mich überhaupt nicht mehr um die anderen Konzepte gekümmert, weil ich halt wusste, da würden halt alle anbeißen und hab das nur noch halt im Kopf weiter durchiteriert und welche Überraschung, die waren halt dann auch alle für Edna. Den Namen gab's damals noch nicht. Nee.
Nee, ich fand es immer ein bisschen albern vom Wortspiel her. Eigentlich, Edna bricht aus. Aber ich hatte super. Mir fiel denn kein besserer Name ein. Aber ja. Naja, wieso bricht aus? Wäre halt. Ich finde, Edna bricht aus super. Edna bricht aus. Genau. Jetzt habe ich es gerade erst geschnallt. Oh. Ja, es ist. Man muss den. Ja. Edna bricht aus. Ja, man muss den das Wortspiel auch nicht erkennen. Es ist mir fast lieber, wenn man das Wortspiel halt nicht erkennt. Also so ein billiges Wortspiel im Titel gleich zu haben, ist halt irgendwie auch nicht das. Die Vorstufen vom Clickbait. Ja, genau. Echt jetzt? Ich muss aber auch gestehen, ich habe Edna bricht aus noch nie gespielt. Also ich habe mir nie wirklich gedacht, oh, böse Blicke. Ja, es ist ja auch ein altes Spiel und du bist ja noch jung. Weil das jetzt heißt, ich habe Deponia habe ich alle Teile gespielt, okay? Ja. Danach habe ich aufgehört, Pony Click zu spielen. Als Kind. Als Kind? Nee. Da war ich 30. Da war ich, glaube ich, 30. Oder? Oh, das stimmt mit meinen Haaren. Ich habe heute einen Bad Hair Day. Echt? Ich ja. auch. Deswegen habe ich mir eine Mütze aufgesetzt. Die liegen einfach nicht. Das liegt daran, dass ich halt gerade in München war und dann halt nicht mitgezählt habe, wie lange ich mir jetzt eigentlich. Darf ich mir halt nicht 2 Tage hintereinander die Haare mit Shampoo waschen, weil dann die Haare nicht durchfetten, dann sehen die halt so strohig aus. Und ich habe halt vergessen, weil ich habe ich offensichtlich einen 2-mal hintereinander Shampoo-Day gehabt. Die sind so strohig, als hätte ich sie jetzt 2-mal hintereinander mit Shampoo gemacht. Ich weiß, diese Probleme hast du nicht. Ich? Ja. Nein, absolut nicht. Aber ich mache auch jeden Tag Shampoo in mein Haar und auch Conditioner, aber die wachsen einfach nicht. Das sind tatsächliche, ja. Das muss ich mal mit Dünger. Was? Ja, Haare durchfetten lassen. Das ja, meine Haare fetten so schnell, geht nicht anders. Wenn ich nicht wasche, sehe ich aus, weißt du, als wenn ich damit die Pfannen einreiben möchte. Das geht gar nicht. Ich habe sehr stark fettendes Haar. Das ist doch gut. Fett ist gesund. Ja, ist toll. Fett hat einen ganz schlechten Ruf. So, weißt du, kann ich bestätigen. Fett ist besser als sein Ruf. So. Neuer Titel. Merkt euch das, liebe Kinder. Ja. Fett ist besser als sein Ruf. Willkommen in Amerika. Nein. Entschuldigung. War das ein Pitch gerade? Nicht wirklich, nein. Oh, eigentlich war das ein guter Pitch. Kannst du haben. Ja? Ja. Man muss noch mal ein bisschen anecken. Genau. Nur ein bisschen provozieren. Da kommt was Gutes dabei rum. So, jetzt fragen wir mal, wann kommt endlich der HD-Remake von Deponia 1 raus? Das ist eine wichtige Frage. Deponia 1... Deponia 1 ist HD. Für die Switch. Nee, so richtig HD. Ich glaube, Deponia 1 ist richtig HD. Ich glaube auch. Ich glaube, bei Edna braucht man ja. Programme. Edna ist in einer großartigen Zielauflösung von 800x600 Pixeln entstanden. Ich glaube, da hast du heute Icons auf deinem Handy, die halt irgendwie, weißt du, von Apps, so die Icons, die halt eine größere Auflösung haben als das. Das ist wirklich schon, ja, doch. Ja, aber wir machen, genau, wir arbeiten an der HD-Version von Edna bricht aus, das stimmt. Aha. Echt jetzt? Es gibt eine überarbeitete Edna-Version. Wir müssen die Grafiken anpassen, weil mit 800x600 käme man sonst nicht auf die Konsolen und wir wollen eine Konsolenversion für Edna machen. Und deswegen haben wir nochmal alle vielen Grafiken angepasst und alle Konsolen? Hübsch gemacht und für alle Konsolen.
Auch für Atari? Nein, für alle Games. Nein. Bist du blöd? Ja. Ich fasse eine Frage aus dem Chat auf. Wird die dann auch einen Battle Royale Modus haben? Den geheimen Leoparden Battle Royale Modus. Genau. Wir hatten immer den geheimen Leoparden Modus in unserem Spiel. Also, wir haben das halt in die Anleitung, aber heutzutage liest ja niemand mehr Anleitungen. Heute gibt es gar keine Anleitung mehr, weil alle die Spiele digital kaufen. Gibt es auch gar keine Anleitung mehr. Damals haben wir halt sehr viele hübsche Anleitungen gemacht und sehr viel Mühe gegeben, dass die halt hübsch sind. Deswegen hatten wir auch immer einen Leopardenmodus. Das war meine Aufgabe bei, daher kommt es übrigens auch, das war meine Aufgabe bei DTP in dem halben Jahr, in dem ich dort gearbeitet habe, habe ich Anleitungen unter anderem natürlich, aber Anleitungen für die Spiele, die sie halt da gerade unter Vertrag hatten, gebastelt. Meine erste Aufgabe war für das wunderschöne Spiel Paradise, auch ein Point-and-Click-Adventure von dem berühmten französischen, möglicherweise aber auch belgischen Comiczeichner Benoît Sokal. Der hat schon uns mit seiner großenartigen Siberia-Reihe beglückt hat. Wo jetzt halt auch ein weiterer Teil, glaube ich, gar nicht so lange her irgendwie rausgekommen ist, bei dem ich alles täusche, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, dieses Spiel Paradise, ich mag ungern Kollegen zu bashen, aber das Spiel ist so alt, ich glaube, das kann er mir verzeihen. Außerdem nehme ich mal an, er kann gar kein Deutsch, ich kann auch kein Französisch. Das war halt ein ziemlicher Griff ins Klo. Paradise war halt ein unspielbares Spiel. Es war miserabel und dumm zu spielen. Du hattest halt irgendwie, man musste halt einfach raten, auf welchen Hotspot man klickt und dann ging es irgendwann weiter. Du hattest keine Ahnung, warum. Die Charaktere waren alle ätzend und teilweise nicht im Bild, wenn sie gesprochen haben. Und es war ein ziemlich blödes Spiel, wie ich fand. Also ich weiß gar nicht mehr, was mich daran so aufgeregt hat, aber ich fand das damals halt ganz schön miserabel. So. Aber ich musste die Anleitung machen und ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Und nee, das stimmt nicht, ich musste die Anleitung nicht machen. Dafür habe ich die Anleitung noch gar nicht gemacht. Aber dieses Spiel, deswegen erzähle ich das, hatte halt eine kurze Szene. Da musste man den Leoparden spielen, der halt sonst nachts in seinem Leopardenkäfig eingesperrt war. Und extra für diese eine Szene, man konnte gar nicht viel machen mit dem Leoparden. Man konnte nur halt hin und her tigern, was halt bestimmt dem ganz großartigen, einem ganz viel Immersion in die Story oder in den Leoparden gegeben hat. Ich weiß nicht, es war halt ziemlich dumm, aber er hat diese blöde Leopardensteuerung. Und er steuerte sich halt plötzlich ganz anders als der Rest des Spiels. Unbegründet. Du brauchtest das auch nie wieder. Du bist halt einfach ein bisschen mit diesem Leoparden drin. Aber im Handbuch gab es ein einziges Kapitel, das hieß Leopardensteuerung. Und als ich dann mein erstes Handbuch gemacht hatte, war das für Tony Tuff 2. Auch ein Point-and-Click-Adventure. Und als Vorlage, also nur für die Gliederung, hatte ich halt die Anleitung zu Paradise, zu diesem Benoît Sokal-Titel bekommen. Und dann habe ich halt alle Inhalte ausgetauscht und halt irgendwie was Tony Taffen-mäßig. Ich habe mir halt Mühe gegeben, das lustig zu machen. Ne? War ja immerhin meine erste Aufgabe da bei DTP. Das sollte halt auch witzig werden. Ich habe halt irgendwie coole Texte geschrieben und das halt irgendwie aufgemacht mit Sprechblasen und allem Möglichen und halt auch innerhalb der Texte halt versucht, halt irgendwie noch möglichst viele Sachen einzubauen und so weiter. Ich war halt zufrieden mit dem Ergebnis und bin halt zu Carsten gegangen, habe ihm gesagt, so hier, guck's dir an, habe ich ausgedruckt, das ist mein Vorschlag für das Handbuch von Tony Tuff 2. Er guckte sich, las es sich halt von vorne bis hinten durch und als er dann hinten angekommen war, ja, okay, finde ich cool, finde ich lustig,
Aber eine Frage musst du mir beantworten und blätterte wieder zurück auf die erste Seite, wo halt die, die Gliederung, also die, ne, auf welcher Seite finde ich was stand, so. Wo ist der geheime Leopardenmodus? Weil ich hatte halt vergessen, die Inhaltsangabe zu überarbeiten. Und da stand halt immer noch der Leopardenmodus. Und das war zwar peinlich so, aber da habe ich halt einen Augenblick gewartet und gesagt so, oh ja, stimmt, hast recht, den habe ich vergessen. Hab das wieder mitgenommen und hab dann halt irgendwie noch einen Absatz zum geheimen Leopardenmodus halt in die Anleitung reingeschrieben. Und dann habe ich gesagt, so, hier, da ist er, stimmt, hatte ich vergessen. hat er gelesen, wie kommt man in den geheimen Leopardenmodus? Aha, okay, alles klar. Dann kann das jetzt so in den Druck gehen. Und so haben wir das dann halt auch nachher ins Spiel reingelegt. Und dann haben wir dasselbe halt auch bei unseren Spielen, weil wir hatten dann halt ja, genau. Wir hatten dann halt auch noch zwei ehemalige Kollegen von DTP halt nach einer gewissen Zeit zu Dedelec nachgeholt. Die waren halt dann mittlerweile bei uns im Marketing, die halt alle diese Geschichte halt kannten. Die haben darauf bestanden so, nein, wir wollen in jedes unserer Spiele einen geheimen Leopardenmodus haben. Die Leute suchen heute noch und fragen sich heute noch sowas, was es damit auf sich hat. Ich habe die Frage vergessen. Ich habe alles vergessen. Ich habe den Geburtstag meiner Mutter vergessen. Ich glaube, diesmal habt ihr auch gar nichts gefragt. Diesmal habe ich einfach so. Du bist halt echt ein Naturtalent für so. Du bist ein richtiger Geschichtenerzähler. Ne? Wahnsinn. Ich beneide dich um diese Fähigkeit gerade. Ja, allerdings, man muss auch sagen, ich habe ziemlich viele von diesen Anekdoten schon mal irgendwann erzählen müssen und man kriegt ja auch Übung darin, so was zu erzählen und ja. Genau, das ist... So fühlt sich also eine pokidemische Viertelstunde an. Das war eine Zeitreise, Mann. Ich habe das Gefühl, ich habe die Zukunft geküsst, in der Vergangenheit geklaut und dann bin ich in der Gegenwart wieder angekommen. Welches Jahr haben wir noch gleich? 2018? Also im Prinzip hast du so die Story für Deponia Doomsday geschrieben, ungefähr. Du hast einfach hingesetzt und eine Viertelstunde geredet und das wurde dann das Spiel. Ja, Deponia Doomsday war schon storytechnisch halt wirklich ein Kopf, was ich mir dann halt möglicherweise selbst eingebrockt habe. Ich wollte ja eigentlich nie ein viertes Deponia machen. Aber es passiert halt relativ häufig. Carsten kommt halt mit irgendwas, ne? Wir brauchen ein zweites Ätna. Nein, Carsten, das geht nicht. Ätna bricht aus, ist abge... Ach, scheiße, jetzt habe ich eine Idee. So, dasselbe war übrigens mit A New Beginning so. Wir hatten halt, auch da hatten wir ein paar unterschiedliche Konzepte, die wir bei unserem ersten Sondierungsgespräch mit der Prototypenförderung, also den Herren von der Kulturförderung da von der Stadt Hamburg, hatten wir ein erstes Sondierungsgespräch und ich hatte halt irgendwie zwei oder drei Ideen ausgearbeitet und Carsten sagt, ja, vielleicht brauchen wir noch irgendwas ein bisschen kontemporäreres, wenn das überhaupt ein Wort ist, kontemporäreres. wie wäre es denn mit einem Spiel zum Thema Klimawandel? Ich so, Carsten, das ist kein Thema für ein Spiel, das wird niemand wissen. Und dann hatte ich halt plötzlich doch eine Idee, als ich halt irgendwie, aber muss man auch sagen, ne, das war vor, wie gesagt, vor 11 Jahren, fast 12? Nee, doch. Das ist ja jetzt im Januar, ist das 12 Jahre her. Hat Carsten gesagt, so, lass mal was zum Thema Klimawandel machen. Und damals ging es halt auch darum, dass halt irgendwie, also bei dem Spiel ging es hauptsächlich, ich habe natürlich versucht, daraus irgendwie eine Thriller-Story zu machen. Muss übrigens, das habe ich noch gar nicht gesagt, in New Beginning ist halt das Spiel aus meinem Roster, sage ich mal, das ich gar nicht selber zu Ende gemacht habe. Als wir dann schließlich einen Publisher gefunden haben, war ich halt gerade mitten in Whispered World drin und musste halt die Fertigstellung des Projekts abgeben. Das haben dann unser Kevin und unsere Franzi zu Ende gemacht. Aber ich war leider indisponiert. Aber ich hatte sehr viel Zeit vorher, mir Gedanken dazu, der Geschichte zu machen. Das ist immer, glaube ich, irgendwo meine DNA auch immer noch im Spiel drin.
reichlich davon. Genau. Ich wollte halt, Carsten sagte, mach ein Thema, Spiel zum Thema Klimawandel. Ich sagte, geht nicht. Am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und hatte eine Idee, wie es doch spannend ist und wie es halt vor allem ein Thema für ein Spiel ist. Und genauso war es bei Deponia Doomsday. Er sagte, mach ein viertes Deponia, das wäre halt jetzt geil. Und dafür würden wir halt jemanden finden und keine Ahnung. Und ich habe gesagt, Carsten, das geht nicht, unmöglich, diesmal wirklich unmöglich. Und ich, keine Ahnung, vielleicht fühle ich mich zu schnell herausgefordert oder so. Immer wenn ich sage, das geht nicht, das kann man gar nicht machen, dann denke ich mir selbst so, ach, was bist du bloß für ein blöder Feigling geworden? Geht nicht? Echt? Da muss es doch eine Möglichkeit. Und dann ist mir tatsächlich eine eingefallen, die ich selber so lustig fand, dass ich dann halt auch irgendwann eingesehen habe, wir müssen diesen vierten Teil machen, Deponia Doomsday. Aber wie gesagt, damit hatte ich mir halt eine sehr, sehr schwierige Aufgabe selbst aufgegeben. Und ich glaube, die Grafiken, die René und ich uns halt hier an die Wand gehangen haben, um halt die Zusammenhänge von dieser Zeitreisegeschichte halt irgendwie aufzudröseln und aufzuschlüsseln, die fallen schon für sich, glaube ich, unter moderne Kunst. Ich mag so Geschichten. Ich mag Rück sie auch. In die Zukunft war... Ja, vor allen Dingen ist, ich mag halt, wenn sich ein Zeitreisefilm die Mühe gibt, zu versuchen halt, dass es tatsächlich alles konsistent ist. Ja. Also, ich finde Zeitreisegeschichten, ich bin sowas wie Temporaldramaturg. Wenn ich könnte, dann würde ich, glaube ich, nur Storys über Zeitreisen machen. Ausschließlich. Ich glaube, Zeitreisen haben halt auch quasi das Orakel in unserer heutigen Art und Weise Geschichten zu erzählen ersetzt. Also was früher in der griechischen Tragödie das Orakel war, ist halt heute die Zeitreise, die einem halt Sachen prophezeit, die dann möglicherweise in der Tragödie eben später eintreten. Also nicht nur in der griechischen Tragödie, das ist ja auch ein Stilmittel bei Shakespeare oder keine Ahnung, bei allen möglichen anderen literarischen Machwerken aus allen möglichen Epochen. Es gibt tatsächlich, wenn du halt wirklich, je näher du ranguckst, gibt es halt wirklich kaum Zeitreisegeschichten, die es halt wirklich hinbekommen, kohärent zu bleiben mit ihrer Erzählung. 12 Monkeys ist eine Geschichte, die es geschafft hat. Das ist einer der besten Zeitreisefilme. Aber ansonsten ist es auch schwierig, weil entweder du kannst dich eigentlich für zwei unterschiedliche Ansätze, also logisch denkbare Ansätze, wie funktionieren Zeitreisen, entscheiden. Aber beide sind eigentlich tatsächlich dramaturgisch gesehen echte Spaßbremsen. Das eine ist, dass du sagst, sobald ich in die Vergangenheit zurückreise, die eine ist halt die nicht deterministische. Wir Temporaldramaturgen, wir reden von Determinismus. also das heißt, sind Sachen vorherbestimmt oder sind sie nicht vorherbestimmt? Du reist in die Vergangenheit und Sachen sind veränderbar. Das heißt aber, alle Sachen sind definitiv sofort verändert, sobald du in die Vergangenheit reist. Da auch bei Zeitreisen oder beziehungsweise da wir halt gewissen physikalischen Gesetzen untergeordnet sind, wie zum Beispiel den Energieerhaltungsgesetzen, ist es halt so, dass du halt aus einer geänderten Version halt unmöglich quasi wieder dieselbe Version zusammensetzen kannst, sozusagen. Wenn du es änderst, dann hast du alles geändert. Auch wenn es halt erstmal natürlich, also ne, nach dem Chaos-Theorie, ne, Butterfly-Effekt-mäßig, brancht dich das auseinander, aber es brancht sich unglaublich schnell auseinander. Aber wenn es heißt, du hast es geändert, wirst du nicht mehr in derselben Zeit ankommen, also in der du halt dich in der Zukunft entscheidest, ich steige jetzt in die Zeitmaschine und fahre wieder zurück. Sondern es wird eine neue. Du musst dich dort in diesem Modell quasi nicht am Ende des Tages wieder in die Zeitmaschine setzen, damit du in der Vergangenheit angekommen bist. Also rein logisch ist diese Version halt schnell zu erklären, sauber,
Aber die hat halt insofern überhaupt keinen Effekt, weil du kommst nie wieder zurück nach Hause. Du siehst halt nicht, du kannst jetzt nicht wie Marty McFly in der Vergangenheit ins Auto steigen, in die Zukunft reisen und sagen, das hier sind noch dieselben Leute. Du hast halt definitiv alles verändert. Okay, in seinem Fall, er hat Sachen verändert sozusagen, aber er kommt nicht in einer Wirklichkeit an, wo er ins Auto gestiegen ist, wenn ihr versteht, und in die Vergangenheit gereist ist. Das heißt, er würde auf jeden Fall, wenn er in die Zukunft reist, auf sich selber treffen. Eigentlich macht er sich selbst damit nicht mehr Teil des Universums, wenn er man selber in die Vergangenheit reist, zu dem Zeitpunkt. In einer nicht deterministischen Zeitreisetheorie, in einer deterministischen, musst du am Ende des Tages wieder in die Zeitreise Dingens speien. Denn da kannst du überhaupt nichts verändern. Es gibt eigentlich nur diese zwei Modelle, wenn man drüber nachdenkt. Ist eigentlich ganz. Alle anderen Modelle sind halt nach dem Prinzip, Gott würfelt nicht. Entweder das eine oder das andere. Was Drittes irgendwo dazwischen ist nicht denkbar. Und um es konsequent hinzubekommen, ist halt diese Version eigentlich die einzige dramaturgisch spannende, weil wie gesagt, bei der Version, wo du alles verändern kannst, kommst du halt nicht mehr zurück nach Hause. Das heißt, du kriegst nie ein Happy End sozusagen, wo du halt am Ende des Tages die Früchte dessen genießen kannst. Du bist halt, du hast dein Universum zerstört, für dich selber zumindest. Den Zeitstrang, den du ändern wolltest, den hast du nicht verändert. Es hat sich ja automatisch ein neuer gebildet durch deinen Rücksprung. Und insofern hast du das eine Problem nicht gelöst. Du hast dich halt quasi nur aus deinem eigenen Universum rauskatapultiert. Der Butterfly-Effekt quasi. Genau. Ja, ja. Wolltest du jetzt irgendwie was Schlaues sagen, um zu zeigen, dass du was verstanden hast? Nein. Was? Weil ich glaube, sehr viele Menschen abgeschaltet haben. Oh, nein. Entschuldigung. Ich habe nicht abgeschaltet im Sinne von ausmachen, sondern einfach nur vom Folgen. Weil das war ja jetzt schon doch etwas gehobene Klasse. Ich liebe zeitverändernde Geschichten. Seit ich Zelda damals gespielt habe und zurück in die Zukunft geguckt habe. Ja. Yeah. Genau, deswegen hat mir auch Deponia Doomsday sehr viel Spaß gemacht. Ach, genau deswegen. Okay, gut. Das war die Frage, richtig. Gut. Geht schon den ganzen Abend so, oder? Großartig. Gibt es das Skript her zum Download oder müssen wir mitschreiben? Nee, das tippt Nils für euch ab, das Gespräch. Ja. Okay. Woran arbeitest du denn gerade? Also was ist dein aktuelles? Ich würde euch ja so gerne darüber erzählen. Ich habe jetzt gerade eine Woche lang darüber erzählt, aber ich darf es euch leider nicht verraten. Es nicht verraten. Es kommt was Neues. Genau. Was verboten und, ist. Ja. Hast du bis jetzt nur selbst an Adventures entwickelt oder hast du auch andere Arten von Spielen gemacht? Also, wir haben halt diverse Spiele in der Firma selbst entwickelt, die keine Adventures sind. Aber ich habe keines dieser Projekte geleitet und halt tatsächlich auch nur sehr wenig Einfluss in dieses Projekt gehabt, weil ich meistens ein eigenes Projekt hatte, das meine volle Aufmerksamkeit benötigt hat. Und also das ein Adventure war. Genau. Okay. Aber ich glaube, ich auch wenn ich halt andere Spielformen sehr, sehr gerne spiele, wirst mich, glaube ich, unglücklich machen, wenn ich halt tatsächlich wenn ich gezwungen wäre, halt ein anderes also, es muss jetzt kein Point-and-Click-Adventure sein, aber ich müsste schon einfach eine interaktive Geschichte erzählen, um sie überhaupt machen zu können, weil ich glaube, bei einem anderen würde ich versauern oder unglücklich werden. Ich könnte halt niemals ein Strategiespiel machen. Und ich glaube nicht mal,
dass ich ein Rollenspiel machen könnte, weil ich selber halt bei Rollenspielen es nicht mag, wenn die zu storylastig werden. Wenn ich selber einspiele, dann mag ich es halt, wenn mein Hauptcharakter ein Avatar ist und kein fertig ausgestalteter Typ. Wenn ich halt also quasi selber den Charakter entwickeln kann und entsprechend wirkt es halt auch immer goofy, wenn man wenn dann halt irgendwie die Geschichte einem zu sehr versucht vorzugaukeln, zu sehr an die Hand nimmt, dass da halt eine bestimmte Dramaturgie hintersteht. Das mag in Einzelfällen halt auch cool sein. Also zu meiner Schande muss ich gestehen, Witcher habe ich halt nie gespielt. Das ist peinlich, aber ich meine, ihr habt es ja schon selber ausgerechnet. Ich habe halt nur begrenzt Zeit. Ja. Und gerade bei halt größeren Schinken, da habe ich halt immer wieder Bock drauf, so, aber nur in ganz, ganz, ganz großen Ausnahmefällen schaffe ich es mal halt ein irgendwie geartetes Open-World-Spiel halt weiter zu spielen, als halt irgendwie über den ersten Akt, sage ich mal, hinaus. Und immer wieder falle ich drauf rein. Fallout, klar, möchtest du gerne. Oh, schade, das ist schon die. Red Dead Redemption, yeah, komm und. Oh nein, scheiße. Weißt du, irgendwann kommt immer der Punkt, dann habe ich wieder eine Crunch-Phase, eine stressige Phase und dann lasse ich das Spiel liegen für einen Monat oder länger, so, bis ich halt das nächste Mal überhaupt wieder dazu komme, die Konsole anzuschalten. Und dann die Frage so, in Skyrim ist mir das so passiert, verdammt nochmal, wo habe ich mein Pferd hingestellt? Ja. Und meine Begleiterin, die ist einfach mit dem Pferd abgehauen, die war einfach plötzlich nicht mehr da, die hat meine ganzen Sachen getragen. Okay, war auch nicht fair von mir. Das verstehe ich schon. Weißt du, sich da die ganzen 4 Monate lang stehen zu lassen, halt irgendwie mit den schweren Drachenschuppen im Rucksack so von. Da kann ich schon verstehen, dass sie halt mein Pferd nimmt und halt irgendwie über alle Berge ist, aber. In Witcher ich konnte so nicht mehr weiterspielen. In Witcher kannst du nach dem Pferd pfeifen, ne? Dann kommt das immer. Brauchst du dir nicht zu merken, wo es stehen geblieben ist. Witcher 3. Ich, wie gesagt, ich falle ja auch immer wieder drauf rein, auf dieses trügerische Gefühl. Nein, diesmal schaffe ich es. Ich habe es beim bei Breath of the Wild, beim neuen Zelda, da habe ich es tatsächlich hinbekommen. Ich habe das Spiel durchgespielt. Oh, nice. Und jetzt in guter alter Tradition, weil ich das halt, wie gesagt, noch von meinen ersten Konsolentagen, wo ich halt ein NES hatte, und ich meine, es war noch der NES und nicht der Super NES, wo ich mein erstes Dragon Quest gespielt habe, da habe ich mir jetzt dieses das neue Dragon Quest, das meines Wissens, also zumindest seit sehr langer Zeit, das erste Dragon Quest, das halt endlich wieder auf einer Konsole rauskommt, die ich besitze zumindest, und nicht Handheld. Ja. Ja, da bist du erstmal versorgt. Ja, genau. Und das ist halt schon wieder so ein Ding, wo ich halt einfach fürchte, weil es ist jetzt schon wieder so passiert, dass ich halt über mehrere Wochen nicht reingucken konnte. Und ich befürchte auch, dass halt irgendwie, bis ich wieder dazu komme, sind halt wieder 2, 3 andere Spiele, die ich halt eigentlich spielen müsste, rausgekommen. So, oder auf die ich halt Bock hab, und vielleicht wird das halt auch wieder so ein Vorhaben, was auf den Pile of Shame wandert. Von Sachen, wo ich halt sag so, und das spielst du mal zu Ende, wenn mal Zeit ist. Wenn, willst du noch, bist du fertig? Für einen Nachtrag noch zu dieser ganzen Tragödie von dem Pile of Shame, dann hast du immer diesen Augenblick, weil wenn du halt Spiele, also große Spiele, die halt irgendwie auf der Konsole ist, also sagst, irgendwann spiele ich das zu Ende, hast du dann immer diesen Augenblick, jetzt gerade wieder passiert bei Dragon's Quest, als ich das halt irgendwie hochladen wollte. Du musst das Platz schaffen. Ich muss erst Platz schaffen. Und dann muss ich halt irgendwas anderes, und das ist halt immer das allergrößte Aufgeben. Und ich hasse es. Irgendwas Altes von der Konsole runterschmeißen, was du noch nicht fertig gespielt hast. Hm.
Wenn du heute eine pugidamische halbe Stunde zurückspulen könntest und von vorne anfangen. Mit nichts von, du hast kein Wissen über nichts, du bist aus deinem Studium raus. Was würdest du heute für ein Spiel entwickeln? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Würde ich heute ein Spiel entwickeln? Dasselbe nochmal. Okay, das? Ohne Wissen? Ich muss erstmal irgendwie, das ist ja eine ganz schlimme Frage. Na klar, natürlich, ich bin, wenn ich nicht die Erfahrungen, die ich halt in der Zwischenzeit nicht gesammelt hätte, würde ich ja genau dasselbe, mich genau gleich wieder verhalten wie damals. Also rein logisch betrachtet, also entweder habe ich die Erfahrung, dann würde ich das nächste Spiel machen, also das, an dem ich jetzt gerade sitze, oder ich habe die Erfahrung nicht, dann würde ich das erste nochmal machen. Aber meinst du nicht, dass heute der Markt ganz anders wäre? Also wenn es wirklich 2018 wäre, dann würdest du wieder sagen... Der Markt war damals aber halt auch ganz anders. Mhm. Also der Markt damals... Ah, das, guck mal, da habe ich mich vorhin unterbrochen und nicht weitergeredet in einer alten Geschichte. Ich saß auf der... allerersten Games Convention, auf der wir mit The Delic waren, in dieser Pressevorführung, und die Redakteure haben alle die Nase gerümpft und gesagt, wie ein 2D Point-and-Click-Adventure heutzutage, das gibt es doch gar nicht mehr, das ist doch ausgestorben, das ist doch ein Relikt aus grauer Vorzeit. Und damals gab es eben noch gab es diese Indie-Welle noch nicht. Es gab keine Independent-Game-Designer in dem Sinne, weil die halt gar keine wirklichen Vertriebswege hatten. Du musstest ja über einen Publisher gehen, um überhaupt in den Laden zu kommen. Deswegen habe ich halt irgendwie, ne, das, ihr erinnert euch wieder daran, weil ich diesen Gesprächsfaden verloren habe. Das ist jetzt so 2 Stunden her, in etwa. Du saßt noch da auf dem Stuhl. Und hier. Die Frage ist, war das jetzt ein deterministischer Gesprächsfaden oder ein nicht? Nee, keine Sorge, ich finde sie alle wieder, die offenen Gesprächsfaden. Dauert halt nur einen Augenblick. Auf jeden Fall, das heißt, das war halt damals unglaublich ungewöhnlich, halt ein 2D-Point-and-Click-Adventure, also überhaupt ein 2D-Spiel zu machen. Einfach weil es gerade halt alle anderen anders machten. Und als wir dann mit Edna bricht aus rauskamen, das wollte ja auch niemand haben, ne? Das Spiel war ja quasi fertig. Und alle sagten so, was? Ein 2D-Spiel, das aussieht, als hätte es halt irgendwie ein Blinder mit dem Mund gezeichnet. Und war das für dich ein Kompliment, oder? Ich meine, also Ich habe bislang noch keine unsympathischen blinden Leute kennengelernt, also Sehbehinderten. Ich weiß nicht, wenn du ein Problem mit Blinden hast, ich will... Nee, nee, also, ne? Also, wenn du jetzt, sag ich mal... Gerne hier, und wenn die halt mit dem Mund zeichnen können... Schwarzen also, Peter, ich... Wie du mir halt voll den schwarzen Peter zuschieben willst, weißt du? Ja, moin, gut, ja. Also, ja, ich bin halt irgendwie nicht der vollendetste Zeichner. So. Ich bin, weißt du, das sieht halt so aus, wie ich es gezeichnet habe. Man sieht, glaube ich, bei Edna bricht aus halt noch jeden Kaffee, den ich damals getrunken habe. Was halt eine Menge war. Ist Edna auf dem Papier entstanden? Oder digital? Ja. Es gab damals keine erschwinglichen Consumer-Tablets, von denen ich wusste. Überhaupt der gesamte Vorgang, dass man halt mit einem Grafik-Tablet halt direkt in den Computer reinzeichnete, lag jenseits meiner Vorstellungskraft, ja. Dass die Menschheit sich irgendwann überhaupt zu diesem Punkt entwickeln könnte. ja. Und entsprechend, ja. Edna bricht aus, wurde mit einem Bleistift auf ein Stück, also Edna und die ganzen Hintergründe wurden erst mit einem Bleistift auf ein Stück Papier gezeichnet. Dann bin ich mit einem Feinliner langgegangen und habe alle Linien nochmal schön gerade nachgezogen, also so gerade, wie es mir halt zu meinem jeweiligen Zustand dort, je nach Tageszeit oder Nachtzeit eben möglich war, nachgezogen.
Und dann habe ich mit einem Radiergummi den Bleistift wegradiert. Dann habe ich das Blatt auf meinen Scanner gelegt zu Hause. Möglichst so, dass es halt schon einigermaßen gerade lag. Dann habe ich es eingescannt auf einer hohen Auflösung. In Photoshop rein. Habe die schwarzen Linien oder beziehungsweise die weißen Bereiche also maskiert. Das ist halt eine der schlimmsten Sachen, die du machen kannst, gerade weil weißt du, weil so schwarze Linien und so weiter, es gibt überall Fusseln, die du halt irgendwie nicht mehr wegbekommst. So. Hab das halt irgendwie die schwarzen Linien extrahiert, multiplizieren. Ich kannte den Multiplizieren-Effekt nicht. Dass du halt einfach irgendwie da drunter eine Ebene legst und sagst einfach, es ist mir egal, dass da weiß ist, ich multipliziere es einfach drüber. Wusste ich damals nicht. Ich habe das halt, ich hatte nachher so einen ganz guten Effekt, wie ich die schwarze Linie einigermaßen gut und schnell freigestellt bekomme. Aber ich habe das alles mit der Maus machen müssen. Ne? So, ich hatte ja kein Tablet. Und dann habe ich die einzelnen Farbflächen mit dem Zauberstab-Werkzeug markiert, erweitert, dass sie halt über der schwarzen Linie lagen. Und dann quasi auf einer neuen Ebene eine Farbfläche angelegt. Und wenn ich halt alle Farbflächen unter den schwarzen Linien da hatte, dann bin ich hingegangen und habe an jede Schattenkante einen schwarzen Schatten gezeichnet, an jede Lichtkante ein helles Licht, je nachdem wie stark es beschienen wird. Und dann habe ich zum Schluss nochmal einen Beleuchtungseffekt, einen Effektfilter draufgelegt. Habe dafür die ganzen Ebenen genommen, alle kopiert, zusammengefügt, den Filter draufgelegt und dann geguckt, wie transparent ich, also wie viel Auswirkungen quasi diese Effektebene auf die Originalebene haben soll. Und so, das habe ich dann 120 Mal gemacht für die Hintergründe. Ich glaube, es waren etwa 120 Hintergründe. Innerhalb von, ich hatte, glaube ich, 4 Wochen dafür Zeit. Das war ein bisschen mehr. Das war ein bisschen mehr. Aber ich hatte nachher ausgerechnet, ich muss 3 Hintergründe am Tag schaffen. Jetzt könnt ihr, wisst ihr, wie viele Tage ich insgesamt damit brauche. Das waren doch 40 oder so, ne? Nee, 3 Hintergründe am Tag musste ich schaffen. Kann das nicht mal schnell irgendwie ein Mathematiker hier ausrechnen? Im Chat? 3 Hintergründe am Tag, ja? Ja. Von wie viel? Von 120. Es ist nicht so kompliziert. 40. 40 Tage. Ich habe 40 Tage dafür gebraucht. Aber diese 40 Tage passten eigentlich auch in 20. Ah, da ist ein Magie-Wizard. Ich erkenne den doch. Das ist aber super interessant, dass kann man sich mal heutzutage gar nicht vorstellen, dass so mal ein Spiel entstanden ist. Also, dass jemand gezeichnet hat. Es ist verdammt nochmal ein Spiel gewordenes, eine Garagenband quasi unter den Spielen. Also es ist, als hätte ich mir nur noch die Instrumente selbst zusammengebaut aus einer Seifenkiste. So. Ja. Cuphead, oder? Und von den Animationen habe ich noch nicht mal angefangen zu reden, wie ich die Animation gemacht habe. Ich hatte ja keine Ahnung, wie man Animationen macht. Ich habe ja noch nie was animieren müssen in meinem Leben vorher, bevor ich Aetna animiert habe. Ich habe die einzelnen Animationsphasen nebeneinander aufs Papier gezeichnet. Nebeneinander, damit ich halt einigermaßen noch dieselbe Größenordnung habe. Nachher habe ich nur noch die einzelnen Füße, weil ich wusste, so, hierfür muss ich nur der Fuß ändern, nur den Fuß neu gemacht. Und dann halt irgendwie auf dem. Ich habe noch ein paar von diesen Blättern irgendwo rumliegen, wo dann halt auch die einzelnen Füße und Dingens und so weiter neben den Original so rumliegen. So ist das Wahnsinn. Alles entstanden. Und das in 2000 muss ja dann, wann hast du gesagt? 8? Nein, 17 haben wir The Delic gegründet. 7 haben wir The Delic gegründet. Mhm. Also war das halt noch alles 2006. 2006 war das. Also ich sag mal, wenn man das jetzt hört, hast du auf, würde ich jetzt mal sagen, auf einen Minecraft-Hardcore-Server gespielt. Das hört sich ein bisschen krass an. Ich glaube, das kann sich kaum noch einer vorstellen heute, oder?
Noch schöner wird's, wenn ich dir erzähle, wie ich halt irgendwie das Spiel geskriptet habe, also inhaltlich, weil ich halt nackte Tabellen aufgefüllt habe. Also mit einem Texteditor. Das war eine HSQL. Ich habe vorhin ja erzählt, dass die Engine halt nur Datenbanktabellen interpretiert hat, so eine Art Light-Datenbank. Es war eine HSQL-Datenbank, H für nicht wirklich SQL. Nein, es war halt nur die, es waren wirklich nur die CSV-Dateien, die nackten. Schön mit Semikolon abgetrennt voneinander, jede einzelne Zeile. Und die Engine die CSV, also wenn ich die mit Excel editieren wollte, also Excel hat dann halt immer seine für, auch bei, wenn es CSV-Dateien, also CSV ist so ein Datenformat, so das denkbar simpelste Datenformat, um Tabellen abzuspeichern. Excel will natürlich halt seine Excel-Dateien rausrechnen, aber Excel ist natürlich in der Lage, halt dieses sehr primitive oder primitivste aller Datenformate zu öffnen und wieder abzuspeichern. Aber wenn du halt versuchst, mit Excel eine CSV-Datei zu öffnen und abzuspeichern, schreibt es dir trotzdem seinen ganzen Microsoft-Quatsch in den Header und unten rein. Und das hat dafür gesorgt, dass die Engine halt diese CSV-Datei nicht mehr interpretieren konnte. Deswegen musste ich die Tabellen, damit da kein Datenmüll von Microsoft oder von sonst wem reinkommt, halt mit einem blöden Texteditor befüllen. Und hab das halt, also mir ist zumindest nichts anderes eingefallen. Und deswegen habe ich halt jede einzelne Ziffer, die da halt irgendwie drin steht in dieser riesigen Datenbank, jede einzelne Koordinate und so weiter, halt alles da händisch eingetragen. 120 Räume, etwa 10 Hotspots pro Räume, jeden einzelnen Animationsframe mit der Dauer, wie lange dieser Animationsframe da stehen soll. Die Zeit sieht dann ungefähr so aus, kann man sich so vorstellen. Den 12.04.01 für der 12. Raum, 1. Kapitel, 4. Animation, 01 Sicherheitszahl, dafür, dass ich da irgendwie nicht in Schwierigkeiten komme, wenn ich halt irgendwie noch Varianten davon brauche. Semikolon. Ich kotze halt 1. Jetzt schon ab, wenn ich 10 Dateien umbenennen muss. Ich bin so schnell darin, ich mach dir das in, weißt du, irgendwann kriegt man halt so Fingerübungen, dass man halt irgendwie ein Zeile runter, links Stufe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, IDs durchzählen. In Excel kannst du halt so eine Ecke greifen und ziehst es runter, ja. Dann macht er dir halt irgendwie das macht dir halt Notepad nicht. Ich bin alle IDs halt händisch hochgezählt. Hab mir einen neuen Block, hättest du einfach kopieren können, oder? Neuen Block kopiert. Ja, wenn die sich hochzählen sollen, dann musst du halt entweder kopierst du halt so einen 10er-Block oder so einen 20er-Block. Dann musst du halt nur die Zahl vorher umändern. Oder halt kopierst dir alles, was davor steht, sozusagen runter und änderst dann die letzte Ziffer. Tick, 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 tick. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Los, nächste Zeit. Ich bin echt sehr, sehr schnell da drin. Skills, die ich mir in dieser schlaflosen Zeit von Enderbricht aus beigebracht habe. Die ein bisschen verskillt, könnte man sagen, braucht kein Mensch, wenn er Excel benutzen kann. Ich meine, tatsächlich, wenn es jetzt mal nicht laufen sollte, warum kannst du Excel-Schulung geben? Ja, mittlerweile bin ich tatsächlich auch sehr gut im gesamten Microsoft Office-Paket, aber es gibt noch andere Software-Pakete von anderen Firmen, die euch auch... Muss man das eigentlich hier bei Twitch auch machen? Diese komischen Anti-Werbungs-Disclaimer, die sie halt immer im Fernsehen machen? Nein. Und man hat sich das so abgeguckt, so dass so, aber es gibt noch andere Firmen. Es gibt auch noch... und so weiter. Das interessiert hier niemanden. Ne? Ich kann Werbung machen, für wen ich will. Ja. Kauft CDs von Baumann, Bergmann, Pokinson. Okay, spielt das ist vielleicht ein bisschen derbe. Spielt nur Spiele von Dedelic. Wir sind arme Leute. Gut. Fragen wir doch mal einfach in den Chat kurz. Wer hat von diesem Mann schon mal ein Spiel gespielt? Einfach nur Plus. Ich will kein Minus sehen. Nur Plus erstmal.
Jetzt bin ich gespannt. Ich sehe gar nichts mehr. Aber so ist die Zeit. Ja, du musst kurz warten. Ist die ja Latenz, noch ich sehe es ja, ja. Oh. Mehr Leute dazu. Aber das war jetzt kein. Auf Minus so gesehen jetzt. Nee, ich noch nicht. Ich, hab noch ich nicht. Viele. Nur Plus. Bis schnell. Jetzt hat Fett gut drauf gehört. Das liest das Poki. Schlüber hat ein stimmt. Minus. Das stimmt Post, sogar. Wenn ich kurz petzen darf. Was? Schlüber hat ein Minus geschrieben. Ja, Schlüber ist sowieso anti-DC. Ja. Ich habe mal ein Praktikum bei euch gemacht. Minus wer bist du denn, Herr V? Herr V? Okay, jetzt mal die Gegenfrage. Einfach mit einem Minus. Wer hat noch nie ein Spiel von der Firma / Andi ist da, der hat auch schon mal ein Spiel von uns gespielt. Der hat auch schon mal ein Spiel von uns gemacht. War ein Scheißspiel, oder? Du hast du ihm die Frage auch gestellt, als er bei euch zu Gast war? Was denn? Ob es ein Scheißspiel war. Ob's ein Scheißspiel war. Hat einen Preis gewonnen. Lass ihn das doch beantworten. Es hat ein sehr schönes Spiel. Das sind aber nicht viele. Nee, das waren nicht viele. Na, dann hast du schon mal ein paar Aspiranten, die jetzt noch ein paar kaufen könnten. Ah, genau. Das sind alle potenzielle Kunden. Das wollte ich extra für dich machen. Du kannst jetzt voll die Rede adressieren, dass du. Hey, ich hab jetzt gerade 40 Spiele verkauft. Nee, 20. Nee. Leider nicht mal 20, oder? 2, 3, 4, 5, 6. Ach, ihr könnt ja mehrere. 18, wir haben, eben, ja, wir haben ja viele Spiele gemacht. Die müsst ihr ja alle nachholen jetzt. Sollen wir nicht welche verlosen? Oh, jetzt geht's ja los wieder hier. Andi, hast du da noch was verlosen? Oder was? Du hast ja verschenken. Also wenn du verlost, dann ist auch verkaufst du ja keine. Nee. Nee, das ist scheiße. Nee. Also, nee. Keine Werbung, um ich hab vor allen Dingen verschenkt mir. Ich kann natürlich irgendwas verlosen. Die würden nur gekauft, Mann. Jetzt kauf doch mal hart rein hier. Wollen das. Andi zahlt. Ich kann ja mal gucken, ob das bei GOG auch funktioniert. Und okay, dann sage ich jetzt, wir verlosen einen Long Journey Home. Ja, da habe ich noch zwei Keys von dir, hat Andi mir mal geschenkt. Wunderschön. Ach Mann. Gut. Das war gut. Ich hatte noch eine Frage, aber die ist mir entfallen, ne? Was? Ich hatte noch eine Frage, aber die ist mir entfallen. So, wir haben auch wieder ein bisschen die Zeit gestaltet, ne? Ich hatte ja schon angekündigt, also euch jetzt nicht, genau. Den Leuten im Chat, aber euch hatte ich schon angekündigt, dass ich heute gar nicht so unendlich viel Zeit deswegen mitgebracht habe. Wir kommen langsam zum Schluss. Dann singen wir jetzt euren Lied. Schlusssong. Ja. Alle waren Sieger. Auf den einen Ohr. Was? Das ist euer Schlusssong? Nee. Ja. Hallo, aber hallo. Hier kommt jeder, der was kann. Auch dran! Lassen wir Twitch jetzt mal da ausfallen? Jetzt singt doch mal euren Schlusssong jetzt. Wir haben keinen Schlusssong. Wir haben keinen Schlusssong. Wir haben aber einen Jingle, der jetzt kommt. Wird aber dafür Zeit. Wir müssen noch ganz schnell Nachrichten machen, Pogi. Du musst nur kurz warten. Und das Wetter. Du musst kurz warten. Ihr wolltet doch gerade euren Schlusssong. Nein, nein. Nee, du machst ja den Schlusssong heute. Okay, warte. Oh, der Jingle läuft noch. Twitch News. Okay. Willkommen zu den Twitch News. Meine Damen und Herren, piep, 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 piep. Ich mach's auch ganz schnell. Es gab auch eigentlich nicht viel. Der September ist zu Ende. Ich kürze jetzt auch ab, weil die anderen waren eigentlich nur Füllung. Wichtig, ich kann trotzdem noch reins haben übrigens. Wichtig beim September, dass wenn der zu Ende ist, wenn ihr am 10.9. meine ich, euren Sub verlängert habt, also am Starttag des Septembers, wird dieser am 10.10. auch verlängert. Das ist jetzt vorbei und ihr habt es wahrscheinlich gemerkt, dass ihr euch $5 plus Gebühren abgezogen worden sind. Für alle, die jetzt zum Beispiel am 15.9. ihren Sub verlängert haben, der wird morgen verlängert. Also falls ihr möchtet, solltet ihr vielleicht diesen nun kündigen. Kleine Info am Rande, weil ich habe sehr viel von sehr vielen Leuten gehört, die haben das nicht verstanden. Die dachten,
wenn sie verlängern, wird der verlängerte Monat erst drangehangen, wenn der vorherige Geschenkte erst ausläuft. Das war so nicht. Nein. In dem Moment, wo ihr verlängert habt, lief der 30 Tage und danach verlängert er sich für $5. Also, kleine Randnotiz. Das ist ja frech. Ja. Das hat natürlich von Twitch niemand gesagt, weil es ging ja die ganze Zeit auch um die Abo-Falle von vornherein. Holy shit, das ist ja frech. Deswegen wundern sich super viele gerade, warum seit dem 10.10. halt super viele Abos plötzlich für $5 verlängert werden. Das ist ja richtiger Scam. Ja. Abzocke. Abzocke. So, ansonsten. Warte mal. Nee, das ist doch. Also, sie haben doch damit geworben, wenn du ein Geschenk gekriegt hast, kannst du den für $1 verlängern. Ja. In dem Moment, wo du ihn verlängert hast, lief der einen Monat. Und einen Monat später. Aber er läuft weiter. Läuft er weiter. Und du hast nur einen Monat für $1. Alter, weil der das ist ja mal richtig. Recht. Ist wieder der richtige Aber Preis. Das ist doch das gängige Abo-Modell. Ja, ja, richtig. Überall, du sonst kriegst einen Monat umsonst und dann bist du gefangen. Boah, war schön mit euch, Subs. Nächste Woche unter 1000. Das ist ja richtig. Alter, das ist ja richtig frech, Mann. Oh, jetzt. Ich meine, gut, man hat es abgeschlossen mit einem als ein Abo. Also, wenn man bei PayPal bezahlt hat, stand ja drin, man schließt ein Abo ab. Ich meine, man sollte nichts abschließen, wenn man nicht vorher gelesen hat, was genau. Man abschließt, so gesehen. Ne? Deswegen steht auch immer noch dieser Typ mit den Hörnern und dem roten Mantel bei mir immer täglich an der Tür. Und der halt wieder. Achso. Also manche schreiben. Ich wollte nicht unterbrechen, wir sind gerade bei den News. Bei manchen wurde erst $1 abgebucht, nachdem der schon ablief. Also ich habe auch mitbekommen, dass bei Leuten direkt abgebucht wurde. Auf jeden Fall läuft der weiter. So oder so. Egal, wie es bei euch verlängert wurde, ob der jetzt erst für $1 verlängert wird oder nicht. Wenn der zu Ende ist, der Dollarmonat, geht's weiter mit $5. Also hey, Slappy. Ja. Ich frag das am Montag im Chat, wenn du Scheiße erzählst, weil ich bin jetzt gerade wirklich sauer, weil da schreiben nämlich Leute auch so, wie es eigentlich sein soll. Du kriegst den Geschenkenmonat und bei manchen kommt jetzt erst der Dollarmonat und fängt jetzt erst an. Und es gab genauso Leute, bei denen wurde der sofort gekündigt und $1 wurde abgezogen. Das finde ich raus. Weil wenn das irgendeiner bei Reddit oder so geschrieben hat, der seine monatlichen Payments nicht durchkriegt, weil er irgendwie spritty ist, nee. Weil das würde mich wirklich ärgern, wenn das so ist. Okay, ich gehe mal suchen. Und danke für die Info. Entschuldigung. Nein, wenn du jemandem verschenkst, geht er natürlich nicht weiter. Geschenkte Subs sind nur einen Monat und dann sind sie vorbei. Wenn derjenige die für $1 verlängert hat, dann gehen die weiter. Also verlängert Maga, wenn du letzten Monat auf den zweiten, Entschuldigung, wenn du auf den zweiten eingeschenkt hast, geht er bis 2. Oktober. Wenn du verlängert hast für $1, geht er bis 2.11. So sollte es sein, aber super häufig habe ich gehört, dass bei Leuten, die am 10.9. verlängert haben, den vom 2., dass der dann nur 8 Tage ging und ab dem 10. für einen Monat ging. Also am 10.10. Oh, 10. Da steht die Erklärung, nämlich das, was Shinny geschrieben hat. Wenn du ein Geschenk gekriegt hast im August und da sind wahrscheinlich viele bei und das sind die Tröten. Alles klar, gut. Never mind, Shinny, du bist mein Held. Hier, High Five. Gut, hat sich schon wieder erledigt. Ich wollte nämlich schon wieder hochfahren. Ist okay. Logisch, sag ich ja. Tröten, die das nicht mitgekriegt haben. Gut. Denkt einfach dran zu kündigen. Ich meine, wenn der länger weiterläuft, dass der nicht immer für €1 weiterläuft. Nein, natürlich schon nicht. Das ist ja klar. Aber das wäre ja eben der Fall gewesen, weil wir hätten ein fiktives Beispiel, er hat am 10.9. einer ein Geschenk gekriegt und er hat am 11.9. verlängert, dass er am 11.10. $5 bezahlt, wäre nämlich Betrug gewesen. Und das ist nämlich das, was ich meine. Wenn einer im August ein Geschenk gekriegt und der im September verlängert, ist klar, dass er im Oktober $5 bezahlt. So, okay, gut, alles klar. Dann, ja, Abo-Falle. Gut. Wollte nämlich gerade sagen, das wäre recht. Entschuldigung, Poki. Wollte das nicht in die Länge ziehen.
Also unglaublich, ihr seid vielleicht Laberbacken. Ey. Übrigens haben wir Pogi voll die Neid, als er singen wollte, ne? Ja. Hast du das auch? Nee, ich wollte nicht singen. Ich wollte, dass ihr singt. Ach so, okay, dass gut. Wir jetzt zusammen alle euren Abschlusssong singen. Das wird aber nicht gut klingen, wenn du dazu Gitarre spielst, weil gleichzeitig über TS zu singen ist immer so ein bisschen. Ich tue nur so, als würde ich singen. Kommt halt so ein bisschen später bei uns Dingen, an und dann. Oh, da müssen wir, das ist ja noch besser, weil da müssen wir uns das einfallen lassen. Dass wir die Sachen halt koordinieren, sozusagen. Ja. Also wenn ich quasi so klopfe und dann seid ihr nacheinander dran mit eurer Strophe. So, ne? Zum Beispiel Nils fängt an, von mir aus sitzt er so, aber hier im Twitch muss ich hier nach oben zeigen. Ja, ja, genau. Aber es ist so verwirrend. Warte mal, in die Richtung von dem, genau. Weil es erstmal spiegelverkehrt ist und außerdem zeitverzögert. So, also jetzt zeige ich zu ihm. So, wenn Nils anfängt, weil er oben links ist, dann, okay. Jetzt. Mach doch du einfach. Ist egal. Nee. Das ist eine gute Idee. Nein. Nils fängt an, quasi, singt halt etwas und dann, dann muss Slapsticker muss quasi dann einsteigen. Nee, warte mal, zeige ich jetzt in die Richtung? Genau. Und was singen, was sich darauf reimt. Oh Gott, ich bin so raus. Ich bin so unkreativ. Ihr seid alle Musiker und ich bin die Unkreative. Ich muss aufs Klo. Das ist ja nur euer Nasenflöte. Der kommt jetzt immer. Das wird jetzt unser Jingle? Ja, der kommt immer am Schluss der Sendung. Ich kann nur Nasenflöte spielen. Wir brauchen einen anderen Sänger. Pogi, kannst du singen? So was wie Plankenschnack, Plankenschnack. Der juckt richtig am Sack. Das war's doch schon, ey. Was habt ihr denn? Okay, das können wir wirklich machen. Das können wir wirklich machen, okay. Lass uns loslegen, das finde ich gar nicht so schlecht. Ist euer Outro eher in Dur oder eher in Moll? So, Moll. Weil ihr halt irgendwie tief, richtig mit Moll, tief. Ne, weil es ja traurig, ja. Wenn ja, ist ihr Moll. Schlusswort. Tief, stark. Richtig tief. Ja, ich sag jetzt, ich sag Dur einfach so. Ja, Slappy, komm, leg einen vor. Ich dachte, du hast doch schon Reim. Na, Pogi hat gesagt, Plankenschnack, und ich sagte, das zieht richtig am Sack, und jetzt kommst du. Genau. Okay, jetzt müssen wir das aber noch einmal singen. Genau. Okay. Plankenschnack, das zieht richtig am Sack. Ihr seid echt. Achso. Ich seid echt auf Zack. Genau. Plankenschnack. Ich wollte sagen, mein Plankenschnack, aber das hast du mir weggenommen. Okay. Hä? Ihr seid auf Zack beim Plankenschnack. Also so wird kein Hit raus. Wir müssen nochmal anfangen mit dem Plankenschnack. Okay, ich mache immer den Einsatz mit Plankenschnack und ihr antwortet quasi da drauf. Ja. Aber in der Reihenfolge hier. Plankenschnack. Das zieht richtig am Sack. Plankenschnack. Ist so echt auf Zack. Plankenschnack. Ja, so ist es beim Plankenschnack. Plankenschnack. Was ein Abfuck. Was ein Abfuck, ja. Guck, und jetzt habt ihr etwas für die Ewigkeit, das halt quasi immer so bleibt am Ende eurer Sendung. Geil. So schön, perfekt, wie ihr es gerade gemacht habt. Ja. Das war super, Pogi. Ja, so mache ich auch meine Spiele, genau. Für alle, die vorhin halt ein Minus da reingepostet haben, dass sie wissen so, oh, dafür gebe ich gerne die 120 Euro aus. Pro Spiel. Oh, großartig. Pro Spiel. Clemmy, du hast doch bestimmt noch ein, zwei News, oder? Ja. Mesut Özil hat auf Twitch gestreamt. Nein. Ach so, das war noch die News. Das wollte ich noch erzählen. Ich kann nicht mehr. Ich warte die ganze Zeit darauf, dass ich weitermache. Ich gucke, ob meine Fußballschuhe sauber sind. Ja.
Ja. Ja, ist gut. Entschuldigung. Die Twitch News gehen jetzt weiter nach einer kurzen Unterbrechung. Achso, das war noch nicht. Ich dachte, das war die brandheiße News. Ja, Mesut Özil hat auf Twitch gestreamt. Man sagt, er brauchte keine Mods, weil er immer ein Auge auf den Chat geworfen hatte. Oh Gott, der Arme. Den Witz verstanden. Ja, okay. Dann ist am 25.10. die TwitchCon. Da sind wir schon sehr gespannt drauf, weil deswegen gibt es auch nicht so viele coole Twitch-News, weil sich wahrscheinlich wieder Twitch alles für dann auflässt. Dann kann man jetzt mit einer E-Mail-Adresse ganz viele neue Twitch-Accounts erstellen. Gibt eine neue Option in den, Profileinstellungen. Just saying. Also falls ihr die Option anhabt und plötzlich Leute über eure E-Mail-Adresse sich Twitch-Accounts erstellen, macht die vielleicht aus. Oder falls ihr mehrere Twitch-Accounts über eine E-Mail-Adresse verifizieren möchtet, könnt ihr das jetzt anmachen. Keine Ahnung, wofür das ist, aber die Option ist jetzt neu. Ansonsten war's das. Twitch News. Wow. Seid ihr verpflichtet? Nee. Nee, aber das war damals, war das mal interessant. Es wirkt so ein bisschen so, als würde man euch dazu zwingen, so, sonst werdet ihr eure Twitch-Lizenz verlieren. So. Ich versuch's halt super schnell durchzubringen, weil wir halt super schnell ausmachen wollen. Aber ihr lasst mich ja nicht. Ihr singt ja halt Lieder mittendrin und. Ey, Slappy, wenn du nicht seit drei Monaten. Du hast doch am lautesten gesungen. Wenn du nicht seit drei Monaten mit so irrelevanten Scheiß ankommen würdest, ne, dann könnten wir das doch mal in die Länge ziehen. Aber ja, du ich kommst würde ja damit gerne. Mesut Özil hat bei Twitch gestreamt. Wen interessiert das? Säufst du Lack oder was? Mein Gedanke dahinter war eigentlich, daraus eine Diskussion entstehen zu lassen, dass Twitch halt immer größer wird und dass Ninja war zum Beispiel auch bei Ellen in den USA. Und dass Twitch ja schon lange kein Nische mehr ist. Aber ich kann ja, ne, wir wollen ja finito machen. Deswegen versuche ich jetzt gerade das einfach so kurz zu lassen. Toll, du hast unseren tollen Gesang unterbrochen. Einfach schön. Wir können ja nochmal ansetzen. Plankenschnall. Ich habe jetzt schon Ohrwurm. Also das zieht richtig an. Ihr müsst doch gar nicht so tief stapeln. Ich finde euren Endjingle super. Also auch textlich. Was? E-Moll? Was ist denn? Übrigens, ich bin nicht garstig zu Slappy. Das ist ein Katz-und-Maus-Spiel, was wir seit Jahren haben. Keine Sorge. Nee. Wir haben uns ganz toll lieb. Was hab ich denn eben gedrückt? Oh, es geht los. H-Moll. Genau, und dann auf A. Und A-Dur, alles klar. Genau. Kann das überhaupt nicht genießen, weil ich jetzt die ganze Zeit Angst habe, dass ich schon wieder singen muss. Mann, die ganze Zeit weiß ich so. Blankenschlag, Blankenschlag. Übrigens, Mesut Özil hat FIFA gespielt, das war ein Placement von EA. Das wäre witzig gewesen. Ich fand aber sein Trikot super cool. Ich möchte das Trikot haben. Hat er ein eigenes Trikot von sich angehabt? Nein, er hat ein Twitch-Trikot. Ja. Oh, geil. Vielleicht kriege ich ja auch irgendwann mal Merch nach 6 Jahren Partnerschaft. Vielleicht habe ich schon nach einem Jahr Partnerschaft Twitch-Merch bekommen. Vielleicht bist du halt nicht so wichtig. Sag mal 10 Mal hintereinander Twitch-Merch. Twitch-Merch, 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 Twitch-Merch. Pitch Merch, Pitch Merch, Pitch Merch, Pitch Merch. Pitch Patch, Pitch Patch, Pitch Patch. Oh, das war ja gar nicht schwierig. Wie allegorisch. Ah, jetzt wissen wir wenigstens, dass das nicht besonders schwierig ist. Als wenn ich hier das Maß der Dinge wäre. Wow! Ach so, okay, so war das gar nicht gemeint. Dieser Low-End-Putzi da, wenn der das hinkriegt, ist das nicht schön. Großartig Poki, nice. Oder dass du natürlich ein begnadeter Zungenakrobat bist, so. Aber. Nee. Nein. Das nicht.
Darauf habe ich gewartet. Halt das habe ich gar nicht gesehen. Hast du denn gerade eine Pfanne gehauen? Ist Nils ein Zungenakrobat? Okay, ich meine. Das müssen wir nachher rausschneiden. Das ist ja zum nee, das sieht live, ja keiner. Ist ja nicht live. Ja, eben, sieht keiner. Ja. Die Regie sieht niemand. Die Regie sehen nur wir. Wow. Okay, Content Creator der Woche. Oh ja, Poki, hast du jemanden, den du empfehlen möchtest? An die Leute da draußen? An Content Creator? Ja. Geht es hier nur um Spiele oder macht man Content Creator über komplett quer durch die Twitch, Bank? YouTube. Von mir aus auch Mixer. Content Creator. Ach so, ja. Oh, macht schon Content. Nee, ich habe keinen Content Creator. Ich habe, es soll ja einer der Woche sein, richtig? Ich habe diese Woche halt nichts für konsumiert. Für dich des Lebens. Ach so, Content Creator des Lebens. Ja. Der Twitcher des Lebens sozusagen. Genau. Nee, kann, egal was. Nein, ich weiß. Nimm irgendwen, der dich berührt hat. Ich bin unsittlich oder sittlich? Du kannst auch Gina White empfehlen, wenn die dich berührt hat in deinen frühen Daumen-Content Creator. Mit ich hätte mich immer gut durch die Crunch-Time ja. Gina, was eine Perle. Yes. Ja, Moment, aber ich dachte, er hatte zu viel Pudding. Also. Ach so, ja, scheiße. Ich sag, ich hab wieder das Puddingbild vor Augen. Natürlich mein Creator des Monats, nee, Lifetime Creator, das ist natürlich Andy. Unser Andy Suika, der gerade zuguckt. Und ich brauche ein paar Schleimpunkte bei ihm. Oha. Aber er hat mich ja quasi zu euch gebracht. Also ohne euch, ihn wäre ich nicht, wäre dieser Kontakt zu euch gar nicht zustande gekommen. Deswegen ist er quasi mein Ehren. Wie habt ihr es gerade genannt? Wie war die Frage überhaupt? Creator der Woche. Creator der Woche. Andy ist mein Creator der Woche. Er ist ja sowieso super Creator. Was guckt ihr denn alle so schockiert? So, also ich finde das frech. Ich erinnere mich den. Ich finde das frech. Wieso? Das ist ja keine Eigenwerbung. Nee, aber das ist. Nee, nicht mehr. Genau. Ich wollte Andi auch eigentlich nehmen. Echt? Ja. Ah. Ich habe ja auch ein sehr ausgewogenes Verhältnis. Oh Gott, Gott sei Dank, da habe ich mich noch nicht mal blamiert mit meiner Antwort. Nee. Na, deswegen, guck mal, es war auch eine richtige, solide Antwort. So auch dann hake ich kurz ein und rund das ab, das TTT. Ich meine, Andy ist echt ein beschissener Streamer, davon müssen wir nicht reden. So völlig so, das guckt eh keiner. Deswegen habe ich ja auch gefragt. Außer acht Menschen Menschen, die weit über 40 sind. Deswegen verstehen wir uns auch so gut, weil unsere Communities überschneiden sich so gut. Aber ich finde, ich habe von Andy jetzt, ich glaube, ich kenne Andy ein halbes Jahr oder so und ich habe. Ihr tauscht euch nachts irgendwelche Insta. Fotos und so weiter. Ich habe euren Plankenschnack gesehen, da habt ihr ja drüber geredet. Ja, das kommt auch. Ab und zu mal genau, vorher. Dass ihr euch halt irgendwie nachts, und das macht ihr auch immer noch, nicht wahr? So ja, Fotos aus dem Bett zuschicken. Ich glaube, darum ging es doch, oder? Ja, deswegen ist er mein Content Creator, ja. Der Nacht. Woche. Ihr guckt alle so, was macht die Katze da? Meine Katze. Fällt alles runter. Es regnet Hunde und Katzen. Also ich habe von Andy jetzt, glaube ich, in einem halben oder dreiviertel Jahr, ich erzähle, glaube ich, auch oft sehr viel, aber das ist eine Nummer. Sehr viel gelernt, sehr viel Ruhe auch bekommen und er wiederum hat sehr viel Unruhe an manchen Stellen auch von mir bekommen, glaube ich. Und mag ihn sehr gerne. So als quasi fast Mentor, könnte man sagen. Mag Andi auch sehr gerne. Hab dich lieb und so. Das nächste Mal, wenn du einfach so kommst und ich sag, du lass mich in Ruhe, du bist irrelevant, dann mach das nicht, okay? Wer mag Andi nicht? Und ihr untermalt das hier tatsächlich mit dem passenden Footage, das ist ja echt krass. Mhm. Weil, was, wenn ich denn jetzt gesagt hätte,
Gregor Knöllewitsch, mein Lieblingsstreamer aus, keine Ahnung. Und hättet ihr denn noch auch für den Footage gesucht, ja. Parat sowas, gehabt jetzt? Ja. Die Regie schaltet so schnell, dass sie dann sagt so, okay. Top-Regie. Ja, geil. Gibt kein Marco Knöllewitsch. Das Problem. Hat die Regie das schon rausgefunden? Ich hab jetzt bitte mal das... Ach so, schade. Echt, gibt kein Marco Knöllewitsch? Nee, habe ich Marco gesagt? Wird er mit K oder mit C geschrieben? Ja, das lief mit K oder mit Knöllewitsch. Es gibt Marco Knöllewitsch. Dann gleich mal kurz. Gregor war das. Gregor Knöllewitsch. Aber den Twitch-Channel gibt es. Askodon hat es schon gepostet. Ey, ja. Jetzt sag mir bitte nicht, den gibt's halt wirklich. Das wird jetzt seit 2 Sekunden. Der bekannteste. Seit 2 Sekunden? Gibt es Gregor Knöllewitsch? Geil. Okay, wenn das, also das ist ja mein eigentlicher Lieblingsstreamer, was auch immer der macht. Der hat halt noch nichts gemacht, aber der fängt halt jetzt an. Und ich finde, er hat jetzt schon Kult. Weißt du, einfach so wegen diesem, noch nicht wegen mal diesem, da, wegen diesem Ruf, den er halt irgendwie, weißt du, sich im Vorfeld aufgebaut hat, mit, obwohl er sich eigentlich noch gar nicht so richtig zum Wort gemeldet hat. Man weiß einfach nicht, was erwartet einen da bei Gregor Knöllewitsch, so, weißt du? Reggae, Junge. Was kommt da? Was hat der Junge vor? Will er die Welt verändern? Will er sie so lassen? Wir sind ihm da ausgeliefert, weißt du? Gregor, die alte Knolle, Junge. Es könnte halt in alle Richtungen gehen, weißt du? Morgen wachen wir auf und die Welt ist halt nicht mehr dieselbe. Gregor Knöllewitsch. Wer ist Gronkh, alles Mann? Wer ist Gronkh? Gregor Knöllewitsch. Das ist der Gregor Mann. Gregor Knöllewitsch, der ist der Typ so, weißt du? Der. Levy oder Sali? Ich habe auch ein bisschen Angst vor Gregor Knöllewitsch, weißt du, keine Ahnung, vielleicht macht er halt irgendwas, was halt die Art und Weise, wie wir leben, in den Grundfesten erschüttert und hat irgendwie im schlimmsten Fall auch die Zivilisation an sich halt wieder rückgängig macht. Also, und dann sitzen wir da in unseren Höhlen und denken so, scheiße, hätten wir uns mal nicht so drauf gefreut auf Gregor Knöllewitsch, noch freue ich mich drauf, aber ich weiß es ja nicht, was passiert, es kann ja alles passieren. Gregor, so, sag dir einfach nichts dazu, oder? Ich habe den Account jetzt geclaimed, fertig. Kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Gregor Knöllewitsch ist jetzt mein. Da werden wir jetzt nur noch WoW drauf spielen. Der wird morgen verpartnert sein und dann kommt der Donation-Button drunter. Arschlecken Feuerwerk. Wenn ich hier so gelobt werde, dann ist das jetzt meins. Sehr schön. Meine Content-Creatorin ist die, ich spreche den Namen immer falsch aus. Ysariel. Nee, Jesa. Was? Jesa? Du sprichst ja wieder ganz anders. Jeder spricht den Namen anders aus. Jesa. Oder ich sag nur Ariel, weil das hintere vom Namen ist und ich das erste ist, was ich sehe. Ich folge ihr schon lange. Ist eine sehr angenehme Streamerin. Ich war gerade von Dizzy irritiert, Entschuldigung. Schaut da mal vorbei. Das könnte euch gefallen. Momentan spielt sie Nioh. Und ich mag ihre Art. Die ist entspannt, eine angenehme Stimme und ja. Debbie, du darfst. Ich, in ein paar Wochen, Tagen, Stunden, Momenten kommt RimWorld aus der Beta raus. Und RimWorld ist ein fantastisches Spiel. Und passend dazu wurde mir tatsächlich vor ein paar Tagen ein YouTuber empfohlen von YouTube selbst. Der eine sehr, sehr interessante Spielreihe gerade spielt. Und zwar hat er einen einzigen Tribal-Kollegen auf den Nordpol gesteckt und sein einziges Trait ist quasi, dass er Kannibale ist. Und nur so konnte er sich quasi auf den allerhärtesten Einstellungen, die RimWorld hat, überleben und wirklich etwas machen. Und die Reihe läuft jetzt seit 2017. Er hat immer noch überlebt. Und ich bin jetzt gerade sowieso erst bei Folge 19, glaube ich, oder so. Also ich weiß nicht, wie weit er damit noch kommen wird. Das ist auf jeden Fall der Kollege Pete Complete. Er ist, glaube ich, Deutscher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er hat auf jeden Fall einen deutschen Akzent. Er ist auf jeden Fall englischsprachig. Aber ich finde das sehr interessant, dass dieser Typ sich hinsetzt und wirklich so hart, wie man RimWorld nur spielt, durchspielt. Weil ich komme nicht mal auf den einfachsten Einstellungen über den ersten Winter und der fängt halt auf dem Nordpol an mit einem und kommt trotzdem durch. Also ja,
Finde ich sehr interessant, finde ich sehr angenehm. Er nimmt das halt erst auf und kommentiert dann drüber, was er macht. Das heißt, man kann dabei dieses Spiel tatsächlich auch vernünftig lernen. Und dieses Spiel ist sowieso fantastisch und ich freue mich schon drauf, wenn es tatsächlich aus dem Early Access draußen ist, es wieder zu spielen. Ja. Deswegen ist Pete Complete mein Content Creator der Woche. So. Also, Pogi, bei uns hat der Gast das letzte Wort und schließt die Runde. Ich weiß nicht, ob du das noch auf der Kette kriegst. Du hängst da schon wie ein Schluck Wasser in der Kurve. Was ja auch, wir haben weit überzogen. Ja. Also sehr, wirklich sehr weit. Ich bin ja quasi auch, das habe ich eben, wisst ihr ja schon, aber die anderen wissen es nicht, ich bin ja quasi, ich hatte gestern einen sehr anstrengenden Tag, wollte ich sagen, einen Reisetag, gerade erst aus München zurückgekommen und direkt in eine, von einer Party in die nächste Party, sozusagen. Noch nicht, gleich. Ja. Weil jetzt sagen wir drei Schlusswort. Und du hast das Schlusswort, du darfst das komplett abschließen. Also ich möchte mich bedanken bei dir, Pogi. Du bist echt ein sehr cooler Dude. Und du könntest Märchenonkel werden. Also falls wieder mal irgendwas nicht läuft, ich würde dich gerne als Weihnachtsmann buchen, wenn das geht. Mhm. Ich mache dir Plätzchen und Braten und alles, was du brauchst. Dann geht es mit der Route. Ja, kannst du mein Ding machen, ist mir egal. Die Kinder können das ab. Je früher, desto besser, sagt man ja so schön. Ja. Vielen Dank fürs Zugucken, Freunde der Sonne. Pogi, nochmal vielen Dank an dich, dass du da warst. Vielen Dank an die Regie. Vielen Dank an Slappy und Sali. Sleth aus dem Back-Catalog, wie er immer so schön sagt, für den Teaser. Nächste Woche gibt es übrigens wieder einen Teaser bei Twitter und nicht irgendwie so ein Kauderwelsch, ja? Sorry, kann ja mal passieren. Ich wünsche euch was. Schönen Sonntag noch. Kommt gut in die Woche rein. HDGDL, love you long times. Auf Wiedersehen. Und jetzt kommt ein letztes Wort. Nee, jetzt kommt ihr beide auch noch. Jetzt kommt mein letztes Wort. Zuallererst. Aber ich mach's kurz, weil du mir ja essen möchtest. Deswegen von mir auch danke, dass du da warst, Poki. War schön, dich kennenzulernen. In die richtige Richtung gucken wieder. Dir Musik zu machen. Und ich hoffe, danke fürs Zuschauen allen. So. Und man sieht sich. Jo. Poki! Schön, dass du da warst! Das war toll. Habe ich mich mega drüber gefreut. Großes Dankeschön an die Regie. Wie immer ganz zauberhaft. On point. Danke an alle, die da waren und einen schönen Start in die neue Woche. Und ich bedanke mich auch sehr. Es hat mir einen riesen Spaß gemacht, mit euch zu reden. Ich bedanke mich auch bei Andi, der mich quasi mit euch verdrahtet hat, ohne den ich sonst hier nicht gesessen hätte, und möchte schließen mit folgenden Worten. Plankenschnack, Plankenschnack. Zieht am Sack. Ach so. Genau, zieht am Sack. Nee, genau. Ja, warte, fang noch mal, fängst du noch mal an. Plankenschnack, Plankenschnack. Das zieht am Hodensack. Plankenschnack, Plankenschnack. Das ist eine Zeile länger, deswegen sind wir auf Zack. Plankenschnack, Plankenschnack. Ja, so ist es im Plankenschnack. Plankenschnack. Was für ein Abfuck. Wir machen da tatsächlich ein Lied draus. Das ist so ein Western-Song. Ennio Morricone. Oh, dann kommt Mann, so, ey, du hast das komplett kaputt gemacht, ey. Jetzt links. Mann, ey, Slapstick. Sorry. Jetzt ist das in der Aufnahme drin, jetzt können wir das nicht mehr verwenden. Ich habe zu viel Pudding im Jutebeutel. Im Jutebeutel. Pudding im Puddingbeutel, ey. Hau ab, ey.